Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen bei Hunter und Friends. Und wir haben Hunter mal wieder eine Pause gegönnt. Und rechts neben mir sitzt nämlich der liebe Alex. Und ich bin der Pete. Und wir machen heute mal einen auf Entspannung, habe ich so gehört. So ein bisschen Zen-mäßig. Ja, wenn man im realen Leben schon verzweifelt an seiner eigenen Gartengestaltung, dann ist Tang Garden, was wir heute spielen, vielleicht das richtige Spiel, um sich wieder zu regenerieren, positive Vibes aufzunehmen. Und ein paar Ideen umzusetzen. Ja, vielleicht ein paar Ideen umzusetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind herausfordernde Ideen. Ja, ich bin froh, wenn es eine gerade Fläche ist. Aber ein Pavillon hast du ja schon. Ja, stimmt. Aber ach, nicht so eine schöne Pagode. Nicht in diesem Pagoden-Style hier. Aber ja, ihr werdet ja, man sicherlich kann, gleich sehen. Also, dafür gibt es ein Trampolin, das finden wir hier nicht. Ja, das stimmt. Ja, man muss immer abschätzen. Und ein Spielehäuschen hier auch steht auch irgendwie im Garten. Von daher, das gibt es schon als Promo. Oh ja, das wäre ja nicht das Teehaus, sondern das Spielehaus. Wir wagen uns heute an Tang Garden. Natürlich wie immer in der Zwei-Spieler-Besetzung. Pete und ich, der Alex. Und ja, Tang Garden, das Ganze ist von Francesco Testini und Perluccia Sissi. Mhm. Die kennt man vielleicht von den ein oder anderen Spielen ja, schon. Francesco hatte so das... Cyan gemacht, ja. Das mit diesen Terrakotta-Figuren, was sehr hübsch aussah und eigentlich so auch mal ganz spannend war, wo man so auch Sets sammeln musste. Und ich glaube, Pierluca Sissi. Der, also ist ein Der, ist nicht eine Die. Ist ein Der, ja. Der immer schon grinst auf den Fotos. Okay. Der ist mir nur bekannt aus Signori, wenn ich weiß. Ja, und Hyperborea hat ja auch seine Finger mit dem Spiel gehabt. Und ja, das Ganze ist, wie du schon gesagt hast, Terrakotta-Figur-mäßig schön. Das ist hier auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Wir können ja mal kurz ins Top-Down gehen. Am Anfang, seht ihr es, ist das Ganze noch recht, klassisch. Fast klassisch, farblos. Asiatische Zeichenstile hier. Die Koi-Karpfen und diese Wellen und die Blumen. Aber auf diesem Grid hier wird jetzt gleich eine schöne Landschaft entstehen aus unterschiedlichen Dingen mit schönen Gewässern, da vielleicht mal die ein oder anderen Wege und. Und ihr seht es hier auch schon vor uns ausliegen. Jeder hat ein eigenes Spielertableau, in dem es quasi drei Bereiche nach vorne zu treiben gibt. Ja, Wasserfelder, das sind eigentlich die drei unterschiedlichen Landschaftsarten. Wasserpark und hier eher so ein bisschen steiniges Geröll, der Steingarten. Ja. Und dazu hat am Anfang jeder von uns auch schon einen Charakter. Ich beginne mit der Dichterin, Pete mit den Architekten. Genau. Ich finde gar nicht, also rein spieltechnisch gesehen ist so ein Architekt, wenn es darum im Landschaftsbau, Landschaftsarchitektur geht, vielleicht gar nicht so. Ja, schwer. Der Architekt ist aber nur darauf beschränkt, halt Brücken und Pavillone zu bauen. Ja, ich sehe schon. Der ist jetzt nicht so Naturfreund. Ja, der will die Wege eher bauen müssen. Ja. Und schöne Aussichten haben, weil ich höre. Und das Ganze hier gipfelt natürlich wieder in einer Siegpunkteschlacht am Ende. Gibt es unterschiedliche Sachen? Nee. Naja, man kann es nicht, wie man will. Wir spielen um Wir spielen um Geld. Münzen, das sind aber Siegpunkte. Und es gibt es, diese Münzen gibt es im Verlauf des Spiels schon einzusammeln. Und dann gibt es am Ende des Spiels, je nachdem, welche Charaktere wir mitunter haben, in welche Richtung die schauen, wo die hingucken, was gucken die sich quasi an, was möchten die haben. Da muss man die mitunter gut ausrichten, hier auf dem Feld platzieren. Ja. Und dann schauen wir mal, wer am Ende der Meister von Tang Garden wird vielleicht. Der Weg ist ja das Ziel. Ja, stimmt. Der Weg ist das Ziel. Also, wir haben schon gewonnen eigentlich. Wir haben eigentlich schon gewonnen. Und ja, wir können spielen. Wir haben schon gewonnen. Das stimmt auf jeden Fall. Und deswegen haben wir gesagt, Alex fängt an. Wir haben gesagt, der Letzte, der in China war, ist eigentlich der Punkt. Ach so, ich dachte, der Letzte, der in den Garten gepinkelt hat. Okay, da ich gerade heute erst gekommen bin. Also, Pete fängt an. Bitte. Ich habe noch nicht in deinen Garten gepinkelt. Fang an. Wir hatten ja gesagt, der Letzte, der durch deinen Garten gelaufen ist und da du ja gerade nochmal Getränke holen warst. Ihr seht hier vier Stapel mit Plättchen. Die sind den jeweiligen drei, Arten zugeordnet und es gibt noch einen vierten Stapel, der hat hier dieses Yin und Yang Zeichen, da sind noch so ein bisschen besondere Tempel oder mehrere Geländearten drauf mitunter verzeichnet oder hier auch so eine Mauer und ich werde jetzt aber mal, weil ich die Dichterin habe und die Dichterin, die gibt mir noch so einen Bonus, wenn ich meinen Wassermarker 1 nach vorne oder beliebig viel nach vorne setze. Das heißt, wenn er Teiche in seinen Garten muss. Ja, wenn ich Teiche in meinen Garten muss. Vollkommen schön gesagt, Piet. Deswegen werde ich jetzt mal hier den
Den Teich, ist der Teich, der ist ja dann schon abgeschlossen, oder? Nee. Oder geht der da noch weiter? Der geht ja hier rum. Der geht da noch weiter, oder? Mhm. Aber leg es mal hin, dann kann ich den abschließen. Ja, 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 das dachte mir das schon so. Ja, mal, gönn mir doch mal was. Ja, du hast ja hier schon Garten. Ich gönn dir so einiges. Ja? Du wolltest mit deiner Dichterin, hast du gesagt. Ja, ich wollte mit meiner Dichterin an mich an den Teich setzen. Ne? Mhm. Achso, du willst dich schon einsetzen? Mhm. Nee, nee, nee. Ich will mich einsetzen, glaube ich. Aber ich mache das. Ja, während ihr hier noch überlegt, man hat ja auf dem, wie gesagt, auf dem Tableau gibt es immer entsprechende Meilensteine, nenne ich es jetzt mal. Und zwar habt ihr hier immer so ein kleines Bild von dem Charakter, wie viele Charaktere ihr haben dürft. Und wenn ich alle Steine in eine weitere Reihe, wenn die alle eine weitere Reihe erreicht haben, dann könnte ich mir als Aktion einen Charakter auswählen, der da oben ausliegt, und müsste mich dann entscheiden, welchen von den beiden ich schon mal in den Garten zum Entspannen schicke. Und kann dann mit dem anderen zufällig dann auch weiterspielen, weil die Fähigkeit von einem behält man nur. Und es gibt dann hier noch Felder, einmal was mit 2 Münzen und 5 Münzen. Wenn also ein Stein dort ankommt, irgendein Stein, dann kriegt man einfach die Siegpunkte, wie Alex das schon gesagt hat. Und ich habe mich jetzt hier entschieden, dieses Plättchen anzulegen. Dabei ist ganz wichtig, dass die Seiten immer passend sein müssen. Außer man hat hier so eine Mauer, die kann letztendlich alles berühren. Ich habe jetzt also hier eine Wasserkante an eine Wasserkante gelegt. Die gemeine einfach ist. Und das bedeutet in dem Fall, für diese eine Kante, die ich hier quasi richtig übereinstimmend gelegt habe, geht mein Marker, der blaue Marker 1, nach vorne. Und weil meine Dichterin die Fähigkeit, die ich quasi gerade noch habe, sagt, ich bekomme eine Münze jedes Mal, wenn das passiert. Piet, darfst du mir eine Münze mal rüberreichen? Ja, mache ich sehr gerne. Mhm. Und ihr seht auch schon, der Stapel hier, da ist jetzt das oberste Plättchen weg und das bleibt auch so. Ja, ich habe lange genug überlegt, aber ich gerade merke, ich kann das Blau gar nicht anlegen mehr. Ja, ja, das. Obwohl doch, ich könnte das hier anlegen. Ja, das klar, kannst du das auf jeden Fall anlegen. Auf dem Tableau sieht man hier oben vielleicht so ein paar Icons. Da sind nochmal Gesichter oder Porträtbilder drauf. Da besagt, wenn man alle Würfel über die jeweilige Das hast du gerade gesehen. Das habe ich über. Da warst du so im Gedanken. Wenn Piet euch das schon gesagt hat, dann ist ja alles super. Genau, Piet. Du kannst natürlich auch nicht ein Plättchen legen, sondern versuchen, Dekorationen hier aus. Ja, jetzt will er mich wieder. Jetzt will er hoffen, dass ich dann das Plättchen umdrehe, damit er das Wasserteil kriegt. Aber bei den Dekorationen muss man immer gucken, das ist auch so ein bisschen Set-Collection-sammelmäßig. Es gibt auch Charaktere, oder letztendlich alle Charaktere freuen sich, wenn sie auf Deko-Sachen gucken. Ja. Man kann jede Deko benutzen. Ich mache das einfach mal. Das bedeutet, ich ziehe 2 dieser Karten. Auf jeden Fall standardmäßig. Mhm. Und ich ziehe eine Karte extra für jeden Stapel, der kein Plättchen zeigt. Das heißt also, hier ist kein Plättchen offen, ziehe ich also eine dritte Karte. Wenn also noch eins gefehlt hätte, dann könnte man noch eine ziehen können. Mhm. Gucke mir jetzt diese Karten an. Wir gucken mal, vielleicht kannst du die hier im Detail ein bisschen. Ich glaube, deine Kamera ist sogar noch, oder? Nein, wir machen das einfach mal. Achso, die liegt hier in der Mitte. Und ich sehe, ich habe 2-mal einen Lotus gezogen. Ja, und einmal die Vögel. Und bei den das sind so Pärchen, wie man hier unten sieht. Alleine sind die nichts wert. Und wenn man die passende Pflanze oder das passende Gegenstück dazu hat, dann sind sie 6 Punkte wert. Und hier oben seht ihr immer, wo diese Dekoration, ja, ist so lustig, dass ein Vogel als Dekoration gilt. Das Vogelhäuschen. Hingesetzt werden muss. Es muss also ein Plätzchen geben, in dem Fall entweder im Wasser für den Lotus oder in den Bäumen für die Vögel. Und bei dem hier ist es noch so, dass ich einen Schritt auf einer der Leisten bekomme. Dementsprechend ist es auch das Hübschere der Teile. Die werden einfach abgelegt. Ich behalte das und suche mir jetzt den Lotus heraus, den ich dann, wenn ich da war, den ich dann auf ein Wasserteil legen muss und zufällig. Was du glaube ich nicht kannst, leider, Piet. Ach, das ist eine Brücke. Ja, das ist eine Brücke, genau. Ich dachte, hier ist ein Wasserteil, aber du kannst leider nur, was du. Ja, ich habe gesagt, ich dachte, das ist keine Brücke, sondern nee, dann kann ich die noch nicht nehmen. Das ist leider eine Brücke, ja. Ja, dann nehme ich den Vogel. Das sieht man hier näher dran vielleicht nochmal ein bisschen. So eine Brücke, die auf dem Kopf steht. Dann nehme ich den Vogel, dann muss ich die Vögel hier mal raussuchen.
Und genau, da ist so ein Symbol hier, so ein Blatt abgebildet. Sind die erstmal? Sind die erstmal? Da sind welche. Und hier ist ein Blatt abgebildet. Und dann lege ich das in meine Auslage. Und die gehen mal hin. Ja, da sieht man hier auch noch andere Sachen, nämlich diese beiden Kreise sind Plätze, wo man Personen einsetzen kann. Und hier können. Und am Ende dieser Aktion werden alle Plättchen wieder aufgedeckt. Mhm. Ah, und dann war ein Tempel. Ein Tempel, der an Steinkanten gerne sein möchte. Mhm. Verstehe, verstehe. Aha, aha, das ist ja auch gar nicht so schlecht, vielleicht. Ich zeige hier Aktionen und kriege keinen Bonus. Dann würde ich diesen Tempel mal hier ansetzen. Natürlich. Für so einen Tempel bekommt man selber immer eine Münze. Ja. Und der Tempel möchte gerne an ja, Stein angrenzend sein. Dafür bekomme ich auch noch eine Münze, also zwei Münzen. Und dann schließen Mauern auch ja Gebiete ab. Und damit habe ich auch hier dieses Wassergebiet abgeschlossen. Und immer wenn man ein Gebiet, egal wie groß es ist, abschließt, dann muss der jeweilige Marker eins wieder nach vorne rücken. Und weil jetzt der Marker verrückt wurde, kriege ich durch die Fähigkeiten meiner Wichterin. Ja, wie er mich in die richtigen Aktionen lenkt, damit er noch damit er richtige Münzen kriegt. Das wusste ja niemand, dass da dieser Tempel. Na klar, du hast gesagt, das ist der Stapel, wo die Tempel drin sind. Ja, warte kurz. Ja, aber da sind ja nicht nur Tempel drin, wie wir wahrscheinlich, wie Piet wahrscheinlich gleich feststellt. So ich habe hier so einen Vogel. Ne? Ja. Ach ehrlich, hast du eigentlich schon was über die Lampenjungs hier unten erzählt? Als Piet. Nee, habe ich nicht. Das wollte ich ja dann als nächstes machen. Ich bin aber gerade. Du bist dran, ne? Dann kann ich euch ja was sagen. Wir haben hier unten vier Lampion-Chips, die kann man einmalig einsetzen im Spiel. Chips. Und ja, die haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Man kann zum Beispiel einmal zwei Geländeplättchen legen oder man kann zwei von diesen Dekorationskarten nehmen. Wir haben die Möglichkeit, eine Figur nochmal neu zu platzieren. Das kommt immer ein bisschen später im Spiel dann zum Tragen. Und der letzte Marker unten, der ermöglicht es uns, wenn wir zum Beispiel ja, hier einen neuen Charakter nehmen würden, dann könnten wir keinen aus der Auslage nehmen, sondern uns einen direkt aus dem Stapel suchen, wenn man schon bestimmte Charaktere suchen möchte. Und genauso gut geht das, wir haben hier solche Landschaftsplättchen, die man außen an den Horizont quasi steckt. Das sind auch Sieg-Ende-Bedingungen. Bestimmte Charaktere wollen da am Horizont was Bestimmtes sehen. Und immer wenn man hier so ein Token aufnimmt, da gibt es einmal große und kleine Geländestücke, dann könnte man mit diesem Marker auch ein bestimmtes, ja, ein Geländekärtchen da hinten aussuchen aus dem Stapel. Ne? Das macht dieser Marker hier uns. Darf ich ihn mir auch nicht geben? Naja, ja. Darfst du ja auch jetzt geht's schon, darf ich ihn auch nicht geben. Jetzt, Piet tüftelt ja, schon wenn ich was hinlege und du mit dem nächsten Plättchen mehr Punkte machst, ist albern. Ah. Wer weiß. Wer weiß. Denk dran, Piet, an Tempel, wenn du da Sachen anlegst, passt. Das kannst du ja deinen Leuten nochmal zeigen. Gibt es immer noch Münzen? Gibt es immer noch schöne Münzen? Ja, ich weiß noch schöne Münzen. Münzi. Ja. Du willst auch nur, dass ich einen Tempel anlege, damit du wieder eine Ecke hast. Das ist halt gut. Eine Ecke? Wow, ich bin mir da gar nicht so. Ich denke gar nicht drüber nach, um ganz ehrlich zu sein. Echt? Noch nicht. Ich ziehe einfach nochmal eine Deko. Ah, okay. Drei Karten. Und wir haben einen Baum. Mm. Ja, Bäume sind verschiedene Bäume, bringen dann 1, 4, 9, 16, 25 Punkte. Eine Brücke bringt immer 2 Punkte. Und hier haben wir nochmal einen anderen Baum, der entsprechend natürlich auch die Sachen bringt. Ach, jetzt hier könntest du sogar deinen Marker benutzen, um 2 Bäume zu nehmen, wenn du das würdest wollen. Naja, wenn ich das würde wollen. Dieses Yin und Yang-Symbol, was ihr hier seht, das ist ein Joker. Ich kann also dann in irgendeiner der Spalten einen Weg nach oben gehen. Ja, manche Deko-Karten geben einen auch noch einen Bonus. Ja, da müsste ich aber auch beide Bäume platzieren können und das kann ich halt nicht. Naja, weil es gibt halt kein Grünes. Ja, aber ich will halt auch nur die Brücke haben. Ja, ist auch gut. Die Brücke darfst du ja platzieren oder kannst du platzieren. Die Brücke kann ich platzieren und damit baue ich hier eine hübsche Brücke hin. Denn ihr seht, das Symbol für die Brücke ist hier gegeben. Ja. Ein Brückensymbol, das also hier übereinstimmt. Ich baue also hier so die Brücke und ihr seht hier auf der Brücke ist auch ein Feld, wo die Leute stehen dürfen. Kann also schön von der Brücke runterschauen. Ja, und so eine Brücke sich angucken ist auch schön, ne? Genau. Ich habe eine Brücke gebaut, dafür gibt es 2 Punkte.
Am Ende oder jetzt? Am Ende. Am Ende. Das haben wir die. Und dann darf ich ein Feld meiner Wahl nach oben gehen. Ach. Ja, keine Ahnung. Ich nehme einfach mal. Und da ich ja der Architekt bin und eine Brücke gebaut habe, kriege ich dafür ein Geld. Ja, dafür gibt es jetzt aber Kohle, auf jeden Fall. Ich habe dir die ganze eine gegeben, wie es Nachdem, ich glaube, da gibt es mehr einer noch. Ja, sagst du so. Nachdem wir jetzt Deko-Plättchen und leg die in meine Auslage genommen haben, wird wieder hier alles aufgeführt. Also hier wieder nachgeführt. Jetzt haben wir einfach nur grün. Mhm. Was ist das? Ist das ein Tempel? Nee. Tja, das ist eine gute Frage. Wie sieht denn der grüne Tempel aus? Könnte durchaus sein. Ich muss jetzt natürlich auch mal in den anderen Bereichen so ein bisschen nach vorne schauen. Entwertung ist ein bisschen weit, oder? So. Nee, das ist der grüne Tempel. Hm. Der Blumentempel. Das ist der grüne Tempel. Das ist der Blumentempel. Ich würde aber, glaube ich mal, ich nehme mal das hier und das lege ich jetzt hier an, bekomme dafür jetzt, weil es ja, diese Kante ist am Tempel, eine Münze, weil das ist Stein an Stein und das Gebiet ist abgeschlossen, darf ich damit also auch gleich an meinem Tableau hier in den gelben Stein eins nach vorne rücken und ich habe hier diesen Marker jetzt bekommen und zwar ist das ein kleines Geländeteil. Es ist noch so, dass wenn man im Zwei-Personen-Spiel vier gleiche Marker hat, dann darf man eine seiner Laternen wieder resetten. Laterne. Muss ich mir mal was von diesen kleinen Sachen aussuchen. Das ist jetzt am Anfang auch noch so ein bisschen ja, geraten gefühlt, ja, oder man weiß schon, man möchte sich eine von den Charakteren hier vielleicht irgendwie schon holen oder auch nicht. Das ist schwer zu sagen. Ich nehme jetzt einfach mal dieses kleine Teil hier. Also ja, die Wahl zwischen dem und diesem. Ja. Und jetzt habe ich hier so ein Teil mit so ein bisschen einem kleinen ja, Wasserfall drauf. Das ist auch dieses Symbol hier. Die sind doch alle ja, color-codiert, also farbkodiert. Dieser blaue Kreis passt hier zur blauen Schwerttänzerin. Die Schwerttänzerin möchte also auf Wasser schauen. Ja, aber wo man das Ganze jetzt platziert. Auf Wasserfälle. Auf Wasserfälle, genau. Auf Wasserfälle. Wo man das Ganze jetzt platziert. Das ist beim ersten egal. Ist irgendwie so, ja, wie ist noch keiner so richtig. Ne? Ich pack's einfach mal hier hin. Zack. Können wir mal gucken von Pizza. Hier ist jetzt also. Kann man also auf der Brücke stehen, ja, in die Richtung gucken und dann sieht wunderbar, man den Wasserfall. Ja, so ich finde es aber interessant, dass man nicht nur den Garten baut, sondern auch die Landschaft. Ja, man baut alles zu. Also, naja, wenn man hier sieht, man kann hier noch Klippen mit Tempeln bauen und so. Ja, vielleicht ist es eher so, dass man den Horizont der Leute erweitert. Weißt du, dass die Punnen, sie gucken die ganze Zeit nur nach unten in ihrem Steingarten an und sagen, nein, schau dir doch auch mal die Umgebung an. Das ist so Mandalorian-Style, digitale Wand oder ja, was? Ja, genau. Den Drachen. Oder der Fog of War, wollte ich sagen, aber Fog of Love auch hier, lüftet sich der Nebel. Ach, wer weiß. Hm. Ja. Ja, und in dem Moment, ich hätte jetzt natürlich auch hier meinen Marker einsetzen können und hätte mir ein beliebiges Teil raussuchen können, aber das ist jetzt das noch ist viel Anfang zu früh. Ja. Genau. So sieht's aus. Du. Ja, du. Ja, ich nehme mal den hier und leg den mal hier an. Und lege somit zwei Wege aneinander. Pro Weg, den man halt aneinander legt, kriegt man eine Münze. Alternativ kann man auch irgendeinen Schritt auf dem Tableau nach oben gehen. Und ich gehe einfach mal blau nach oben. Anstatt die Münze zu nehmen. Und habe jetzt hier ja diesen Marker bekommen. Mhm. Und darf mir jetzt hier eine der beiden Sachen aussuchen. Ich weiß nicht, ich finde den hier unten hübscher und baue den mal hier drüben an. Oder baue ich den da drüben? Weiß man es? Ich baue den mal da drüben an. Was haben wir hier Schönes? So ein was Grünes hast du da irgendwie? Ja. So ein Gebäude, oder? Also, das ist bevorzugter Ausblick des Händlers, ja? Ein Dorfsymbol ist das. Natürlich, da wieder Geld zu machen! Katsching! Verstehe, der Piet. Da wollte er wieder. Ja, gut.
Okay. Und ich überlege jetzt mal so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Okay, weiter geht's jetzt hier. Ich entscheide mich dazu, mal wieder ein bisschen die Landschaft zu verschönern. Mhm. Hast zwei zur Auswahl. Hab zwei zur Auswahl. Ich gucke gerade mal, was da oben noch so liegt. Aber ich will hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf meinem Tableau weiter nach vorne gehen. Grün bin ich noch so ein bisschen hinten dran, ne? Ist er hinten dran? Ja, deswegen nehme ich jetzt hier mal das Plättchen, setze das hier hin. Eine Kante ist übereinstimmt. Also setze ich meinen grünen Marker hier einen Schritt nach vorne. Da gibt es jetzt leider keinen Bonus oder irgend sowas für mich. Dann werden jetzt, weil ja nur noch ein Stapel hier werden die aufgedeckt. Ah. Der ein oder andere hat sich vielleicht auch schon gefragt, wann endet denn das ganze Spiel? Nie. Ja, in erster Linie. Ja, ein Kreis. Ja, das stimmt. Das wird dann einfach wieder abgedeckt. Und es gibt zwei Siegenden, einleitende Bedingungen. Und zwar ist ein Stapel von diesen vier hier leer. Oder es gibt nur noch drei oder weniger Marker hier auf dem Spielfeld. Mhm. Also diese runden Plättchen. Und dann ja, wird noch so lange quasi zu Ende gespielt, bis gleich. Dann wird zu Ende gespielt. Ja, bis sozusagen gleich viele Runden waren. Also ich habe angefangen, nehmen wir mal an, Pete sollte das Ende einleiten, dann ist sofort zu Ende. Wenn ich das mache, darf Pete noch einen Zug. Ja, einen Zug. Einen Zug aber nur. Auf jeden Fall. So, was fangen wir an? Was machen wir denn Schönes? Ja, das ist auch meine Frage. Was ist hier überhaupt noch? Wir haben auch gerade, es sind jetzt relativ viele Plätze, wo Leute stehen können, kommen aber schon wieder wenig, wo Deko platziert werden kann. Ne? Na, immerhin kann auch Deko platziert werden. Ja, 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 ja. Also du hast ja auch wieder eins hingelegt. Insofern gibt es jetzt wieder drei verschiedene. Wäre also eine Option. Man darf ja nur zwei Karten ziehen. Das Wasser kann man nur da unten anlegen. Oder gilt es hier auch noch als Wasser? Nee, das ist abgeschlossen. Nee, das ist abgeschlossen, genau. Das hat er schon zugemacht. Ja, Mann. Das hat er zugemacht. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das so ein geiler Move ist. Wer kennt sie nicht, die geilen Moves? Ich kenne sie nicht. Ja, weil ich dann immer verschiedene Dinge machen will. Hier durfte ich zwei von denen dann ziehen, oder was? Wenn du den Marker ausspielst, darfst du zwei Deko-Karten ausspielen. Achso, zwei Deko-Karten sind es gewesen. Auf einmal. Ah, das ist natürlich schon ein bisschen machen wir einfach weiter. Und ich nehme dieses Plättchen hier hinten und lege es einfach hier mal schön an und kriege dann durch ein grünes. Und dann benutze ich mal meinen Marker, um ein zweites Plättchen zu bewegen und nehme hier diesen schönen, tollen Tempel. Und da das ja der Baumtempel ist, baue ich den da ein. Für den Tempel kriege ich ein Geld. Er grenzt an zwei Wälder. Ich kriege also insgesamt drei und er schließt das Grüne ab. Das hast du richtig gemacht. Das heißt, ich kriege drei, dann tausche ich die beiden hier mal ein. Keine Ahnung, ob das gut war. Ich habe es aber nicht gefunden. Oh, ich glaube, das war gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also ich wäre wahrscheinlich sonst auch den Weg gegangen. Jetzt muss ich mal überlegen, was hier noch so toll ist. Jetzt haben wir, gehe ich jetzt in Dekoration? Ist ja wieder das Gleiche. Wieder die gleiche Misere. Die gleiche Misere. Ja, oder du baust vielleicht entweder Wasser aus, also kriegst du noch ein Geld, oder du baust halt Braun aus. Ein Braunschritt brauchst du schon. Oder Erden ist ja ist ein gelber Schritt. Ja. Tja. Weil Grün gibt's gerade nicht. Grün gibt's gerade nicht, nee. Das stimmt. Unvermeidlich. Ach. Man muss sich hier entscheiden. Ja, das ist das Einzige, was man muss. Hm, Entscheidung. Das drin. Stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ein bisschen Eisthema zu nehmen. Ich nehme mal das hier. Könnte ich natürlich mehr
versuche mehr Münzen zu generieren, aber ich will hier auf der Leiste weiter nach vorne kommen. Ich glaube, ich lege das mal hier hin, das Plättchen. Mhm. Und gehe damit einfach einen Schritt hier mit meinem gelben Würfel weiter auf der Leiste. Ja, so machen wir das mal. Damit sind 3 umgedreht. Es ist nur noch eins da. Nee. Ach doch, ja, stimmt. Ich dachte, hier ist ein, das ist ein Tempel. Ja, genau. Willst du den auch umdrehen oder soll ich alle umdrehen? Du darfst, du darfst. Vielleicht bringt dir das Glück. Bringt mir Glück, sagt er. Das ist er nicht, genau. Jetzt hast du hier schon so eine schöne Brücke gebaut. Ich habe schon eine Brücke. Ich bin auch der Architekt. Natürlich. Ja, ich muss ja eine Brücke bauen. Das stimmt allerdings. Ja, ja, ja. Oh, zweimal Wasser ist natürlich auch sexy. Sexy Hexy. Ja, Peter hat jetzt einen Laternenmarker schon verwendet. Ja. Ah, ich sehe immer gute Doppelzüge. Das hilft aber nicht. Ja, jetzt leider. Ich brauche ein bisschen braun, gelb. Ich nehme einfach das und setze das hier an. Mhm. Kriege dann ein, das abgeschlossen ist. Zwei Schritte, genau. Zwei Schritte. So. Und ich werde jetzt das hier nehmen und hier einsetzen. Und da ich jetzt hier 2 Straßen verbunden habe, also hier und hier, kriege ich entweder 2 Münzen oder ich darf einen beliebigen Schritt nach vorne gehen. Und ich gehe in den grünen hier vor und habe jetzt damit das erste Mal die Möglichkeit, einen Charakter weiter zu beeinflussen, also einen zweiten Charakter zu nehmen. Mhm. Und ich entscheide mich mal hier für die Schwerttänzerin. Und jetzt habe ich quasi die große Qual der Wahl, was mache ich jetzt? Also welche Fähigkeit möchte ich weiter behalten? Eine Figur muss ich einsetzen. Genau. Und ich würde, glaube ich, mal die Dichterin jetzt einsetzen und jetzt setze die hier hin und die Dichterin, die möchte auf Wasserfelder, also Felder mit Wasser gucken, das ist auch ihr Feld, wo sie selber draufsteht. Wichtig ist dabei wirklich die Richtung. Also ich habe hier gerade 1, 2, 3, 4 Felder mit Wasser, maximal kann es 5 Felder sein, also habe hier noch so ein bisschen. Kann auch auf mehr gucken. Ja, kann auf mehr gucken. Es die bringen nur nicht mehr. Genau, es werden nur Siegpunkte. Genau, werden nicht mehr Siegpunkte gewertet. Wie unromantisch. Und habe dafür jetzt die Schwerttänzerin und die hat die Fähigkeit, dass, wenn ich jetzt hier so einen Marker vom Board nehme, ja, eins von denen, dann bekomme ich eine Münze. Und sie möchte nachher auf Wasserfälle schauen, dann bekommt sie 2 Münzen pro Wasserfall-Symbol. Ja, aktuell haben wir hier einen Wasserfall. Mehr haben wir quasi gerade noch nicht. Und jetzt hatte ich natürlich noch die Möglichkeit, ob ich noch so ein... Will ich noch so ein Langsam müssen? Nee, glaube nicht. Übrigens Randfelder, ne? Hier der Rand hier. Schließen nicht der, genau, die schließen nicht. Da fließt es dann schön. Und ich glaube, ich mache das mal hier. Ich benutze diesen Marker und nehme das Wasser hier und kriege einen Schritt für die Wasserkante und noch einen Schritt, weil es abgeschlossen ist. Hätte das mal andersrum gemacht. Ja, aber ich habe ja einen Marker aufgenommen. Von daher kriege ich auch einen Punkt. Also es wäre eh nur ein Siegpunkt gewesen, ne, durch die Fähigkeit von ihr. Hätte auch sein können, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man die Sachen vorher einsetzen muss, dann beeinflussen, das weiß ich gar nicht genau. Aber es wäre dasselbe hinausgekommen, weil es wäre nur ein... Du musst es vorher machen. Es wäre nur, auch dafür wäre es dann ein Siegpunkt gewesen, weil ich ja den Wassermarker hier bewegt habe. Und jetzt darf ich ein großes Geländeplättchen anlegen. Schauen wir mal. Das hier einfach. Gucken wir mal,
Was dahinter ist. Dahinter kommt ein Drache. Und hier ist ein, hier sehen wir jetzt so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung und ja, auch hier so ein Gebäude. Aus. Wollen wir da nicht raufgucken? Wollen wir da nicht raufgucken? Ich stelle es mal da hinten hin, dann kann man schön den Sonnenuntergang. Das ist der Architekt, ja? Das ist mir ja egal, wo das hinpackt. Ja, ja, das weiß das der, ja. Das, theoretisch weiß man das gerade noch. Also ja, das ist mein Architekt, aber das Wichtige ist ja, es ist ja egal, wo es ist. Ich kann ja raufgucken. Ja, man will, müsste vielleicht nur aufpassen, sind diese Symbole jetzt schon viel irgendwo vertreten, dann müsste man, würde man es da vielleicht nicht hinstellen. Willst du noch einen neuen Charakter aufdecken, übrigens? Ja, natürlich, natürlich. Wir haben den Beamten. Der gute Beamte. Okay. Da darfst du irgendwas tauschen, glaube ich. Gucken wir mal, was... Irgendwas mit Plättchen tauschen. Ich weiß auf jeden Fall, er kriegt am Ende einen Siegpunkt für jedes unterschiedliche Feld, worauf er schaut. Und zwar von diesen Symbolen, die ihr hier am Rande seht. Von genau, also die sind ja hier mal gemarkt und wenn man da immer Doppelte hat, da kriegt er halt pro Symbol kriegt er einen Punkt. Und ansonsten kann der Beamte zu Beginn deines Zuges darfst du eine Münze ausgeben, um alle verdeckten Gartenplättchen auf den Stapeln umzudrehen. Alternativ sollst du ein offenes Gartenplättchen verdeckt unter den Stapel legen und das neue oberste Plättchen aufdecken. Das ist eigentlich auch ganz nett. So, du hast das Wasser geschlossen, was ich eigentlich nehmen wollte. Aber wir haben nur noch ein Plättchen, ja, sehe ich gerade. Wir werden wieder aufdecken. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Mal das neues Wasser. Das neues Wasser? Da ist so viel. Ja, das Wasser hier unten, wie gesagt, die Kante schließt das Wasser nicht ab. Also das ist dann leider immer noch offen. Das ist so schwierig gerade, weil ich brauche eigentlich ein Wasser, damit ich einen neuen Charakter kriege. Aber du hast ja immerhin Wasser und kannst es an eine Mauer anlegen und dann schließt du das damit ab. Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber das fand ich jetzt nicht so sexy. Und es rennt jetzt ja nicht weg. Gibt es irgendwas mit zwei Wegen? Ja, es gibt das mit zwei Wegen. Mhm. Oder den Wald mit zwei Wegen. Oder das abgeschlossene Gebiet mit vier Wegen. Ja, das ist genau. Noch viel besser. Also genau. Nehmen wir das doch einfach. Ich nehme mir das einfach mal, weil ihr habt vier Wege, ja, jede Ecke eins. Ich lege es mal hier hin. Ich lege es sozusagen hier an. Und kriege dadurch zwei Münzen, die ich umwandeln kann. Mhm. In. Und du kriegst natürlich einen Schritt mit deinem gelben Stein, weil das ist ein abgeschlossenes. Achso, ich kriege erstmal den gelben. Ja. Mhm. Würde ich zwei Münzen kriegen oder ich könnte mir den blauen Schritt geben. Will ich das schon? Wenn ich mir hier so das Wasser angucke, ist es wahrscheinlich gar nicht so doof. Obwohl. Haben ist besser als brauchen. ich mache das einfach mal und darf mir dann einen Charakter aussuchen. Und muss erstmal dieses Teil hier fertig bauen. Und baue natürlich diesen schönen Cliffhanger hier mit diesem kleinen Tempel, den man hier so sieht. Ja, auf jeden Fall auch sehr hübsche Varianz. Baue ich mal daneben, weil mein Architekt will auf so eine schöne Sachen gucken. Und wenn man zwei davon hat, ist das schon mal, ist das schon mal eine schöne Sache. Ja. Zwei mehr Drachen. Mann. So, dann kriege ich noch einen Charakter und nehme den Beamten. Du nimmst den Beamten? Natürlich, ja. Er will ja nicht heute mal den Beamten bringen. Kann er sich natürlich jetzt auch schon überlegen, ob er den Beamten einsetzt. Oder so. Ja, aber eigentlich gar nicht so doof, weil ich da vielleicht irgendwas bauen sollte. Aber ich nehme einfach den Architekten. Den kann man nicht mehr umsetzen. Ne? So cool sieht es nämlich gar nicht aus, wie ich finde. Wenn ich den hier einsetze... Na, den kannst du umsetzen, wenn du den deinen Laternenmarker verwendest. Ne? Dass du den noch einmal ausrichten, umsetzen. Ach so, wie auch immer. Dann setze ich ihn. Ne? Er ist ja ein Architekt, der hat seine eigene Brücke gebaut. Also kommt er auf seine Brücke und guckt schön. Guckt schön, ja, in Richtung. Sonnenaufgang ist das übrigens, habe ich jetzt, glaube ich, vorhin falsch gesagt. Das ist Sonnenaufgang, nicht Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ja, ist interessant, dass das war links schon aufgegangen. Ja, wir haben nämlich hier die Dame jetzt gerade gezogen mit dem schönen Sonnenschirm. Die möchte, die hat keine während des Spiels Effekte, die will
nachher auf Sonnenaufgang oder auch Abendhimmel schauen. Dann gibt es ja jeweils 6 Punkte. Mhm. Kann also 12 Punkte machen. Schon gar nicht so schlecht. Ist ganz schön gut. Aber ja. Sü, Piet, das war dein Zügelein. Das war mein Zug. Und ich versuche nochmal die Ikonografie. Und dann überlege ich gerade mal noch, ob ich vielleicht. Jetzt ist ja eins. Da könnte ich noch was einsetzen. Ich glaube, ich nehme mal. Ich glaube, ich nehme mal das Waldplättchen hier und setze das hier ein. Kriegt damit 2 geschlossene Wege. Mhm. Hier am Tempel selber generiere ich keine Münze, weil das ist ja ein Wiesengebiet. Aber ich schließe damit das Wiesengebiet ab und gehe damit einen Schritt nach vorne. Ab. Und dann für die 2 Münzen, die tausche ich wieder ein in auch in einen weiteren Schritt hier mit dem gelben Würfel. So sieht's aus. Das ist ja auch interessant. Zwei Wasser wäre besser. Ja, so ist das manchmal. Zwei Wasser wäre besser. So, du hast jetzt ja den Beamten, ne? Der könnte jetzt was. Genau, ich könnte jetzt einen Teil, was ich sehe, nach unten packen und dann würde ich das nächste aufdecken oder ich kann ein Geld ausgeben, um die aufzudecken. Mhm. Also ich gebe einen Siegpunkt ab, um mehr Optionen zu haben. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ich nehme mal dieses Teil hier. Ja. Und so wie es ist, lege ich es hier einfach an. Das schließt nämlich, da habe ich aber grün angelegt und auch abgeschlossen. Das sind also 2-mal grün. Und der blaue ist abgeschlossen, kriege ich 1-mal blau. Das war ein gutes Plättchen, das ist mir. Und damit kriegst du jetzt die volle Auswahl. Ich habe kurz über Dekoration nachgedacht. Ja, weil man, das ist der Moment, ne, wo man wo mehr wo man 4 Karten zieht. Mhm. Aber der war ganz schick, ja. War ein schicker Zug, sagt der Piet. So. Schicke Skier. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ich weiß nicht, was wir Schönes haben, aber wir haben so ein bisschen was. Das Geröll. Das ist auch so viel. Ja, das hat nur einen Weg. Weg und Stein. Das da oben hat gar nichts, außer so einen kleinen Wald. So ein bisschen Wald, ja. Könnte so ein bisschen Wald ablegen. Aber ich würde jetzt mal Dekoration ziehen. Siehst du nur 2, ne? Ja, ziehe ich nur 2. Ja. Weiß ich leider. Aber so ist es. Und ja. Ich habe Pavillon. Oder Pavillon. Aber ich nehme natürlich den Pavillon, der hier als Belohnung noch so ein Plättchen nimmt. Und Pavillon ist eine klassische Mehrheitenwertung. Wer die meisten Pavillone besitzt, der kriegt 12 Punkte, zweitmeiste 6. Und ich bekomme hier dann jetzt gleich noch so ein Plättchen, kann ich mir aussuchen. Pavillon muss man auch bauen können und Gott sei Dank gibt es hier einen Platz. Ja. Und ja, der Pavillon selber hat natürlich auch wieder so einen Ort, wo man niemanden reinstellen kann. Also hier, zack, Brücke und Pavillon. Jetzt verdeckt der Pavillon die schöne Brücke. So, also ich kann aber durch den Pavillon durchschauen. Nee, da stehe ich ja am Weg. Also den Pavillon vielleicht, aber nicht durch den Architekten. Kann ich auch schon schauen. Ja, also du brauchst ja eh nur bis zur Brücke gucken. Dahinter ist ja kein Wasser mehr. Ja, aber vielleicht demnächst noch. Nee, bestimmt nicht. Das könnte ja noch passieren. Fertig. Ich muss mir jetzt noch ein Plättchen nehmen.
Ja, machen Sie das. Und dann platziere ich damit ja auch gleich noch ein Geländestück. Ich überlege nur gerade, was für ein Plättchen. Ich nehme mal das hier unten, ein kleines Gelände, und nehme das hier, und da sind jetzt Tiere drauf und auch irgendwie wieder eine, ich glaube, das, was der gute Händler sehen wollte, ist da drauf. Ich stelle das jetzt an. Der Händler? Ja, den haben wir noch nicht, aber der Händler, der wollte gerne grüne. Nee, lass das. Will ja noch mal, auch noch mal schönere Dinge, nicht die schöne, komischen. Noch schönere Dinge, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Pete. Hier ist einer. Du darfst. Dachte ich nicht. Du darfst. Was darf ich denn? Alles, was ich möchte. Oder? Ja, aber ich glaube, du kannst, darfst so einiges. Sagt er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Mhm. So. Ah, oh, das geht natürlich auch. Das war interessant. Das wäre mal wirklich interessant. Achso, ich darf ja ein Plättchen nach unten legen, wenn ich möchte. Das ist gar nicht so doof. Was brauche ich dann? Was will ich denn haben? Grün wäre schön, ne? Kann ich Grün irgendwo anlegen? Ja, das könnte man da schließen, aber es hilft mir nicht. Ach. Ich muss ja nicht. Ach so, das ist aber auch grün, ne? Mhm, grün und Wasser passt da zum Beispiel rein. Schließt grün auch ab. Nee, ich mache einfach mal. Ja, aber es schließt ja sonst nichts ab. Ja, das stimmt. Und ich will ja nur den einen grünen Schritt gerade haben. Vielleicht zwei. Ja gut, da kriegt man zwei, wenn man es angreift. Naja, habe ich halt Pech. Dann kriegst du halt zwei. Wenn du den Dis da unten reinlegst. Geht, ach nee, geht ja nicht. Ist ja, mhm. Ich baue den aber mal hier an. Mhm. Und kriege dadurch, ist das Grüne abgeschlossen, kriege dadurch einen Schritt hier. Mhm, kriegst du kriege Münze. Dann zwei Münzen, weil ich diese Reihe erreicht habe. Ja, aber mit allen erst. Ach nee, pro. Ach nee, da ist pro. Da ist pro. Da war pro Stein, hast recht. Und dann kriege ich nochmal einen, weil ich es an Tempel angelegt habe. Genau, den Grünen. Also drei Münzen. Drei Münzen und den einen grünen Schritt. Ja, ja. Und dann habe ich hier noch so einen schönen Marker, der natürlich ganz wichtig für mich ist, wenn ich hier dieses kleine Ding habe, wo dieses Gebäude drauf ist, was der Architekt sehen wollte, glaube ich. Ja. Und da der hier in diese Richtung guckt, kommt es hier natürlich direkt in die Mitte. Damit habe ich den Architekt. Ach, da ist schon, auch schon. Und hier liegt auch noch mal so ein Plättchen. Naja, gut. Ja. Du, ja, da ist, gibt es, glaube ich, keine Begrenzung. Ne? Du guckst jetzt schon auf 1, 2, 3. Das sind richtig. Quasi schon 9 Siegpunkte, der Ausblick. Ja, das ist schon mal gut. Mhm. Deswegen habe ich auch das Plätzchen angenommen. Ja, das ist alles. Und für den Beamten sieht das auch nicht so schlecht aus. Und, Team. Ja, ach nee, verschiedene müssen das ja sein beim Beamten. Ja. Das sind nicht so viele. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, 5 sind aber auch nicht schlecht. Mhm. Du bist dran. Ich habe hier vergessen übrigens, ich habe so einen Marker gekriegt durch den Dings. Kriege ich denn eigentlich noch eine Münze, weil ich die Schwerttänzerin habe? Immer wenn ich einen Marker kriege. Klar, immer wenn du einen Marker kriegst. Nicht, ja? Könnte durchaus sein. Das da sind wir nicht so. Dann werde ich nämlich, ist ja ein positives Spiel. Ja, auf jeden Fall. Man kriegt einfach immer alles. Dann nehme ich hier. Ich nehme dann die linke Box von dir. Genau. Dann nehme ich mal das hier. Und kriege zwei Wasserschritte und schon mal zwei und drei Münzen, weil ich Marke genommen habe und auch hier über die zwei gegangen bin. Ich würde auch mal tauschen. Drei Münzen, ich gebe dir mal zwei. Und nehme mir hier ein Wurmspiel. So. Und jetzt darf ich ja jetzt noch eine große Landschaft mir auswählen. Könnte natürlich auch überlegen, ob ich mir eine raussuche. Ich glaube, ich das auch mal. Möchtest du das?
Ja, bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht. Das ist Pro-Marker. Ach, ich platziere mal so einen Drachen hier. Oh mein Gott, hätte ich doch mal draus und platziere den hier. Zack. Zack. Zack, zack. Das war's. Ja, jetzt habe ich hier schon 4 Plättchen, allerdings 2 von jeder Sorte und man muss hier gleiche eintauschen. Du bist fertig. Ja, ich bin soweit fertig. Genau, es gibt noch 2 Geländeplättchen, das ist also alles noch legitim, das bleibt so. Was ist jetzt ein leeres oder was ist ein... Ach, der, was der Beamte so Schönes kann. Ich darf ein offenes runterlegen oder eine Münze zahlen und aufdecken. Ich zahle keine Münze. Weil alles, was ich brauche, habe ich ja. Oh, das ist ja toll. Tja. Du willst auf jeden Fall da noch dieses kleine Dings hinbauen, oder? Was für ein kleines Ding? Seht ihr, eine kleine Brücke da hinbauen. Deine Brücke mit Pavillon. Ja, bevor, ja, das wäre natürlich, aber dann. Ich sehe auch ein gutes Feld, wo ich einfach. Oder man zieht Dekoration. Das wäre auch eine Option. Wasserfelder gibt. Also jetzt gibt es eigentlich, ja, bis auf Brücke und Pavillon, wenn du das natürlich nur ziehst. Pavillon geht. Hier ist einer. Ah ja, siehst du? Ja, Piet hat. Brücke geht nur nicht. Brücke gibt es gerade nicht, das stimmt, aber. Ja, Pavillon, der schön auf den kleinen See guckt. Ja, ich finde es aber eigentlich viel zu gut, Plättchen, also weil es 3 Siegpunkte sind. Das sind auch 3 Siegpunkte, das Ding wird auch 3 Siegpunkte, ist mir dann also egal. Ich nehme das einfach und lege das hier so rein. Das ist dann ein Schritt auf Grün und 3 Münzen. Oder du möchtest auch noch 2 Münzen. Also ein Schritt auf Grün erstmal auf jeden Fall. Und eine Münze kriege ich auf jeden Fall durch den Tempel. Das kann ich nicht wandeln, aber die beiden anderen könnte ich. Aber ich nehme ja auch 2 Münzen. Ich gebe also einfach mal 3 ab. Weil Münzen sind ja vielleicht auch ganz gut, wenn ich den Beamten habe. So, dann werden die hier aufgedeckt wieder. Also, ja. Haben wir jetzt hier was, Tolles gekriegt? Weiß ich nicht. Ist auch immer mal so ein bisschen hier um die Sachen gucken. Was ist da? Was steht da alles? Ist da hinten? Wer, wieso, wer? So jede Menge schöne Sachen. Ja, sagst du so. Ja, was sag ich? In deinem Leichtsinn. Ja, jugendlich bin ich nicht mehr, das stimmt. Da haben wir noch Wasser. Da sind noch 2 Straßen. Ich würde ja fast. Ich mach das hier. Dann bekomme ich für den Marker schon mal eine Münze. Ich bin der Fähigkeit meiner Tante. Und dann 1, 2. Und dann würde ich, glaube ich, lieber für die 2 angrenzenden nochmal nach vorne gehen. Und zwar auf dem. Auf dem grünen. Und jetzt muss ich ja hier noch so ein kleines Gelände platzieren, nämlich das hier. Und stelle das einfach mal hier. Genau. Hier vor zum Beispiel. Wieder kein Wasserfall gekommen. Ja, da muss ich schon Wasserfall. Muss ich doch mal durch so. Ja, das ist doch was Schönes, Erfrischendes, oder? Ja, das war. Leicht. Ja. Piet kann sich auf jeden Fall auch relativ um. Ne, jetzt gerade nicht, aber du
Ja, doch, wenn du irgendwie Straßen abschließt, könntest du dir auch einen neuen Charakter noch nehmen. Ist nur ein Schritt davon entfernt. Warum? Ach so, weil das war. Ob du das möchtest. Du weißt, ich kann ja einen. Die Option ist ja, ich lege ein Plättchen nach unten und decke dann hier das neue auf. Mhm. Tada! Dum, 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 dum. Na, wieder falsch rum. Wieder falsch rum. Das sagst du so. Sag ich. Darf ich doch auch mal. Aber wie das natürlich so oft ist, wenn das Ganze nur zu zweit gespielt wird, dann ist es natürlich schon, kann man auch gucken, was kann der andere noch machen. Alles noch ein bisschen taktischer dann, wenn man jetzt mit mehreren noch spielt, ist da vielleicht ein bisschen mehr Chaos-Faktor drin. Welches Plättchen kann man denn überhaupt noch kriegen hier und da? Aber es gibt auch einen Solo-Modus, den haben wir uns aber soweit noch nicht angeguckt, aber man kann das Ganze auch solo spielen, also 1 bis 4 Spieler spielbar. Hat mir irgendwie nichts gebracht, das Teil, das ist schon schade. Naja, das kann man, weiß man einfach manchmal nicht. 2, 3, 1, 2, 3. Das kann ich dir ja gar nicht anlegen. Alles, was man möchte, geht vielleicht nicht. Ist immer so. Der Garten gibt halt einfach vor, was da steht. Ja, genau. Folge dem Willen der Erde. Ja, würde ich gerne. Würde ich gerne. Ja, dann mache ich einfach irgendwas. Alternativ kann ich. Das gefällt mir alles nicht. Das gefällt dir alles nicht. Obwohl, ich kann das Wasser abschließen. An der Mauer, dann hätte ich einen Schritt. Ich zieh mal Deko. Ich will mal nicht hier. Aber ziehe ich 2 plus 1. Jetzt habe ich hier einmal zweimal denselben Baum und einmal Pfingstrosen, die natürlich. Pfingstrosen? Mit was müssen die zusammen sein? Mit Rosen. Mit den Pfingstrosen und deine. Das brauchen wir was anderes. Die Blumen im Wasser hier. Verdammt. Ja. Naja, das sind ja aber alles Sachen, die natürlich im Wald stehen. Die Lotusblüte. Aber das wäre ja auch doof, wenn ich es nicht nehme. Du hattest die Pavillone, sagst du? Bis jetzt habe ich einen. Aber ja, noch ein paar anfangen will ich nicht. Ich nehme einfach mal den Blauregenbaum. Okay. Wo möchtest du den denn? Weil das nämlich auch noch nicht. Na, der kommt ja in einem. Der kommt im Wald, es gibt 2 Felder, einmal hier oder einmal hier und hier gucke ich wenigstens. Naja, und daneben, genau, wäre auch noch ein Feld, aber er macht, oder total, macht total Sinn, genau. Und dann kommen die anderen weg. Mhm. Obwohl, nee, es ist ja ein anderer Baum. Lohnt also nicht. Und dann wird das hier aufgedeckt. Und dann hast du auch noch dieses zur Auswahl. Jetzt großes Wasserplättchen hier. Das große Wasserplättchen. Das große Wasserplättchen. Wer kennt es nicht, das große Wasserplättchen? So hat er der andere Baum. Der hat auch keinen Schritt. Ist also egal. Auch echt nichts los. Da ist nichts los, sag ich dir. Da ist echt nichts los. Aber die kann natürlich auch nochmal auf Wasser schauen. Nix ist hier los. Das Plättchen, das sind immer diese Sachen hier. Und dann hat man noch das und das. Und ihr seht schon, so richtig lockig ist man da nicht beim Spielen. Man will schon ein bisschen drüber nachdenken, was hier so geht. Man bringt ja auch Zeit mit dem 17. Nein, das stimmt auch. Ja, allerdings, wenn es dumm wird, dann müsst du langsam Feierabend machen. Dann heißt es nach Hause gehen.
Ja, Ausgangssperre, sonst bist du im Garten gefangen. Ausgangssperre. Wir sind in Berlin, ist das so, geht noch. Ich darf noch nach Hause fahren nach 9. Das stimmt, ja, das darfst du noch tun. Mann, ey, Marker ist eine Münze für mich, darf man auch nicht vergessen. Aber vielleicht ist ja, und so ein anderer, da könntest du den Marker wieder reaktivieren. Ja, ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt, da ist man alles immer nicht. Ich weiß es auch nicht. Man weiß es einfach nicht, ne? Ich werde aber mal. Ja, was machen Sie denn? Lassen Sie mich teilhaben an Ihrer schönen Idee. Das ist eine tolle Idee, ich weiß. Ach, ich lege mal diesen Marker hier einfach hier an. Mhm. Krieg quasi zwei Münzen, einen durch die Fähigkeit meiner Schwerttänzerin und einen. Das ist ganz schön fies mit der Schwerttänzerin, wenn ich drüber nachdenke. Ja, die Schwerttänzerin beschleunigt auch das Spielende, kann man so ein bisschen festhalten, weil wenn wenig Marker, also wenn ja nur noch drei Marker liegen, so, deshalb habe ich so ein kleines Teil. Und jetzt werde ich mal bei den kleinen, suche ich mir jetzt mal was raus. Und wahrscheinlich ist das nächste Teil ist ein Wasserteil. Ein Wasserfall, meinst du? Da überhaupt noch ein Wasserfall. Da ist ein Wasserfall. Da war noch einer. Welcher Wasserfall ist denn schöner? Das sind drei Stück drin. Nee, da ist noch einer drin. Ja, da ist noch einer drin, ja. So, mischen. Hier ist noch einer drin, aber den. Ich mische mal hier unterm Tisch, dass ich nicht den Wasserfall versehentlich hochmische. Warum ist so egal? Ja, möglich, weiß. Ja. Wir wollen ja nichts hier. Zack, zack, zack. Aber war da jetzt noch eins für den Architekten drin, Eva? Ich glaube ja. Was ist ein Architekt? Ist gelb. Achso, nee, ich hätte was gelb war weg. Mal hier hin. Ja. Ja, genau, mal schon mal zwei Wasserfälle. Mal gucken. Na. Ja. Na! Ja. Ja. Aber das ist. Mehr wären es da nicht. Kann leider keine Landschaft abreißen und wieder neu hinsetzen. Das ist leider richtig. So sieht's aus. Das ist ja schön. Das ist ja toll. So richtig schön ist es. Ich zieh mal Dekos. So gut ist es, dass Piet Dekos zieht. Und wir haben Vögel, die ich leider schon habe, die mir aber den blauen Schritt geben würden. Das ist wieder unfair. Pfingstrosen. Aber einen anderen Baum hast du jetzt. Das ist ja nicht schlecht. Kannst du noch einen Baum pflanzen? Ja, mache ich auch. Da kriege ich den, die Magnolie kriege ich da. Hier. Ja. Und hier ist noch ein Baumfeld und da sind noch ein zwei Baumfelder. Bin ich auch so ein Baumfeld. Baumfeld! Genau. Baumfeld! Ja, das wird dann. Ja, wird es halt auch interessant, wenn ich ihn hier hinsetze, dann ist es langsam voll, oder? Ja, wie man es macht, dann macht es halt falsch, sag ich immer. Ich stehe jetzt da rein. Hübsch wie er ist. Und nehme den hier raus. Mhm. Die Vögel habe ich ja schon. Die Vögel brauchen die Fische und die Rosen brauchen die Seepflanzen, die Seerosen. Die Seerose, ne? Mhm. Okay, dann wird hier wieder aufgedeckt. Mhm. Dann wird wieder aufgedeckt. Oh, es ist immer, wenn ich auch mal so Deko ziehen will, dann ja, fühlt sich wenn das, ich Deko ziehen dann will. Fühlt sich das immer so wenig dekomäßig an. Ich werde jetzt mal, glaube ich, ich werde jetzt mal was mit Steinen machen. Kennen Sie das nicht auch? Wollen Sie nicht auch, Sie etwas, mit Steinen wollen Sie machen? Nicht auch was mit Steinen machen? Ja, dann sagen wir mal wo. Mach das mal hier. Kriege ich eine Münze. Stimmt.
Eine Münze und ein Schritt hier auf meiner Leiste. Ja. Bitte auch eine Münze. Ja, warte. Ich kann, warte, ich gebe dir 4 Münzen. 3, 4. Yep. So, und jetzt bin ich natürlich hier und kann auch jemanden neuen claimen. Also beeinflussen und auch in Besitz nehmen. Und was ich jetzt machen werde, ich werde meine 4 Marker hier mal, ja, die lege ich mal hier beiseite, das reaktivieren, das Plättchen, und nochmal neu verwenden und werde hier aus dem Stapel mir jetzt den Kaiser raussuchen. Der gute Kaiser. Der Kaiser will auf Drachen schauen. Die Kaisersoze. Und den Kaiser werde ich jetzt auch gleich mal platzieren schon. Überlege ich gerade, wo ich den hinstelle. Aber ich glaube, hier unten haben wir ja einen Drachen. Heißt, die gucken sich beide an. Jetzt der Architekt ist auch erhöht. Kann das sein, dass der Architekt, der fast Frevel, erhöht auf den Kaiser hinabblickt? Ja. Wenn das nicht mal eigentlich Kopf auf. Ja, du bist den Kaiser da raus hier so. Weil ich dachte, ich will Siegpunkte haben. Kenn ich doch. Ja, auf jeden Fall. Das war's von meiner Seite. Tja, und ich kann nicht verhindern, dass du Drachen kriegst. Ja, aber. Das sind 10 Punkte, ich zieh mal Dekos. Macht es. Ist ja noch einiges möglich. Eine Brücke, die bringt mich. Zeig uns theoretisch noch einen Blauregen, habe ich schon. Oder sehen wir das bei dir? Ist die noch ein bisschen mehr im. Ja, aber noch ein neu. Aber das ist auch hart. Nur du hast dann wie viele Bäume? Schon 3. Ja, aber ich hoffe, dass ich eigentlich 2 ziehe, die ich nicht habe. Und es passiert nie. Ja. Und eine Brücke bringt halt 2 Punkte. Aber. Die können wir eine Brücke bauen gerade? Ich glaube nicht. Irgendwas mit Wasser sein. Nee, ich sehe keinen Brücken. Nee, ich sehe auch keins offen liegen. Nee, Brücke geht dann nicht, schade. Blauring habe ich schon. Dann nehme ich den Pfirsichbaum, bitte. Den Pfirsichbaum. Aber ich kriege nur die Karten, die nichts bringen. Sagt er, mit 9 Punkten, 3 Bäume. Das ist quasi Jammern auf hohem Gärtnerniveau. Ja, natürlich. So. Ja. Verstehe. Mhm. Dann wird das Plättchen hier natürlich wieder umgedreht. Ja. Ja, dekoriert hat. Und ich schau mal, was hier so. Eigentlich suche ich ein Pavillon, damit du nicht die 12 Punkte kriegst, übrigens. Aber der funktioniert leider nicht bis jetzt. Ja, verstehe. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Auch legitim. Und ich werde jetzt mal einen Berg anlegen, damit ich den zweiten Drachen einstelle. Ja, also irgendwie sowas. Überlegt mir, ob ich da oben was machen kann. Was könnte ich damit? Kriege ich noch eine Münze? Da unten kriege ich auch eine Münze. Na gut. Ist das andere besser? Das kann ich besser. Dann kriege ich quasi einen Wasserschritt und 2 Münzen. Eine Münze für die Straße. Und zwar, ich gebe dir noch mal 3 Münzen. Nee, ich gebe dir 2. Okay, so, danke. 2. Und einen Schritt hier auf der Wasserleiste. Und dann nehme ich mir hier den Drachen einfach, den blauen. Den blauen Drachen. Warum nicht den blauen Drachen? Ja, mehr als 2 Drachen gehen auch nicht. Mhm.
Von daher ist der Kaiser nicht der, der die meisten Siegpunkte am Ende generiert. Ja, 10. Dein, also die bringt auch nur 10 und die bringt auch nur 10. Also aber den Architekten, den du zum Beispiel hast, der kann mehr als 10 bringen. Könnte, ja, aber macht nur 9 übrigens. Na, aktuell. Ja, macht nicht mehr, weil das Plättchen, was da vorgeht, da drüben hängt. Also. Nee, da hängt keins. Hier Sinn. Hängt es so rum was. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal dann vorkommt. Ja, du hast alle geguckt und nein. Ich habe mir die nicht alle angeguckt. Dann muss ich die jetzt mir leider alle angucken, ob ich das Teil benutze. Das weiß gar nicht, wie die Verteilung da ist. Ja, ich auch nicht. Und es ist mir auch egal. Auf jeden Fall genießen schon 3 von unseren Leuten die schöne Aussicht. Kann man auch schon mal positiv bewerten. Ihr seht schon, Piet strahlt schon wieder. Das Wetter ist schön. Du hast 3 schöne bunte Bäume gepflanzt. Ja, ich merke nur gerade was. Also ich finde, ich merke gerade nur was und ich finde das halt nicht befriedigend gerade. Okay, was merkst du da? Zimmer, lass uns dran teilhaben an deinen Gedanken. Na, du kriegst halt immer 2 Geld. Irgendwie gefühlt. Siegpunkte ohne Ende, machst noch Dinge, steckst noch Dinge rein, kriegst Teile. Und alleine, wenn ich nur die Sache mache, kriege ich nicht so viel Punkte aus. Bin mir dann nicht so sicher, ob du nicht gerade vorne liegst. Mit 18 Punkten liege ich bestimmt vorne. Weil das andere ist nichts wert. Was sagt man da immer? Es ist nicht die Maschine, sondern der davor sitzt? Ja, das ist Maschine. Eine analoge Maschine. Das bringt mir nichts mehr. Das ist ja auch ganz hübsch. Das schließt es aber nicht ab, oder? Das kann gar nicht abgeschlossen werden, sehe ich gerade. Was denn? Das Wasser? Hier unten? Nee, das Braune. Die Erde. Die Erde hier, diese Erdecke noch nicht. Nee, die ist noch sehr offen. Ja, die Erdecke ist noch sehr offen. Genau. Aber ich muss das Teil oder das Teil umbetten. Und das schaffe ich das irgendwie. Leg das hier mal runter. Ja, Beamter. Ja, genau. Nein, dieses Plättchen gefällt mir nicht. Aber war das nicht eigentlich ganz fancy, um das in die Ecke hier zu legen? Wäre es vielleicht gewesen, aber wollte ich vielleicht nicht. Naja, klar. Das ist also. Anscheinend wolltest du es nicht, weil du hast dich ja entschieden, das runterzulegen. Korrekt. Vielleicht macht er das, vielleicht macht er das nicht. Aber ich nehme das hier und lege das hier an. Nehme hier so ein Sonnenmarker, kriege einen Erdschritt und darf mir hier dieses Ding nehmen und setze es mal hier. Ich verstehe. Da geht der dahin, der Wasserfall. Man kann nicht alles haben in diesem Spiel. Ich gebe dir noch mehr. Und ich werde, ich glaube, große, weiß ich gar nicht. Große Wasserfälle. Ich nehme jetzt mal auch mal so ein paar Deko-Sachen. 1, 2 und dann 3, 4, ne? Ist das richtig? Ja. 1, 2, 3, 4. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Pavillon. Ich habe 2 Pavillons gezogen. Eine Weide und ein Fisch. Da sind die Pavillons nicht hier. Fisch. Verstehe. Ich werde auf jeden Fall ein Pavillon bauen. Ich überlege, ob ich gleich noch was, ob ich nicht noch was mache. Weiß ich nicht. Ich könnte noch ein Pavillon bauen. Dann ist das wahrscheinlich sicher. Dann kriege ich nächsten 6 Punkte. Das ist die große Frage. Wenn du einen baust, ne? Das wissen wir nicht. Ja. Was steht denn der mit den zweitmeisten? Ja, letztes Mal haben wir ja gesagt, beim ersten Mal, man muss wenigstens einen haben, ja, um einen zu besitzen. Tja, Fische und Vögel. Vielleicht holt man sich nochmal. Ich nehme mal hier so einen Fisch. Also ich benutze meinen Marker und 2 Karten
ausspielen zu können. Baue also ein Pavillon und einmal Fische. Das heißt, Pete, kannst du mir mal einen Fischmarker geben, bitte? Pavillon, zack. Und den Fischi setze ich mal hier hin. Gucken wir mal ein bisschen die Fische an. Macht Sinn. Okay, das war's von meiner Seite. Ist hier ganz schön, die Ecke ist ganz schön bebaut auf jeden Fall. Ich bin nicht daran schuld. Das ist der Architekt, der fühlt sich da wohl, wenn er so ein Pavillon. Du hast dir gedacht, dass er sich da wohl fühlt, weil du den Kram da hinbaust. Ich habe keinen Pavillon gebaut. Ich baue nur kleine Brücken, die schön aussehen und nicht so große Dinge. Piet baut nur kleine Brücken. Ja, und ganze Bäume. Piet backt nur kleine Brücken. Der ist nicht hier. Ist ja kein Wunder, dass dein Garten nicht so gut aussieht, wenn du hier nur so eine Teile baust. Ach, herrlich. Herrlich. So. Na ehrlich, du musst halt ein paar Bäume pflanzen. Ja, hier ja, bringt ja auch, das bringt ja auch schon 9 Punkte. Von daher ist das der richtige Weg. Der vierte, ja, Baum, der vierte Baum sind 16 Punkte und 25. Ah, ich finde es immer schön, wenn Pete verzweifelt beim Spielen. Das ist immer herrlich. Vor allen Dingen, weil die Pavillonen irgendwann nicht singen. Ja, das da gebe ich dir allerdings recht. Dass die Landschaft zählt, oder zählt die Landschaft dann nicht mehr? Doch. Nee, ist ja eine Brücke drauf. Ist ja die Landschaft, auf dem es ist. Zusätzlich, ja. Ist die große Frage. Seht ja bei diesen Deko, bei den Fischen ist es jetzt auf einmal dann auch. Du hast eher Deko gemacht, schön, dass du es gesagt hast. Ja. Ich habe Deko gemacht. Dann kriege ich einen blauen Punkt. Ja, einen blauen Punkt zu kriegen ist ja jetzt nicht unmöglich gewesen. Es gibt so viele schöne Sachen. Ja, das muss man festhalten, dass gerade man oft an der einen oder anderen Stelle da ein paar Möglichkeiten hat. Also ich habe jetzt weniger das Problem gehabt, dass es nur die einzig wahre Möglichkeit gab, jedenfalls in den zwei Partien, die wir jetzt hier hatten. Mhm. Auch wenn ich dir da Wasser hinlege, kriegst du noch mehr Punkte. Aber ansonsten legst du da Wasser hin. Wo lege ich denn das Wasser hin, dass du nichts findest? Weiß ich es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht, sagst du? Vielleicht wird die auch nie eingesetzt. Kann ja auch was? Sein. Die junge Dame, die Schwerttänzerin. Das kann sein. Achso, nee, ich meine ja, das Ding, das ist ja prädestiniert, dass das genau hier hinkommt. So. Weil du guckst dann ja auch noch rauf, sind ja auch nochmal ein Punkt. Ja, das stimmt. Eins, zwei, drei. Und das ist auch Wasser. Selbst wenn ich das da hinlege, ist das Wasser. Es ist immer Wasser. Es ist überall Wasser. Wie kann das nur möglich sein? Überall. Das zählt, das zählt, wenn du rauf guckst, auch nur als Punkt. Ja, oder? Wenn man Deko-Elemente ansieht, gibt es auch Punkte. Ja. Du siehst ja auch deine Brücke hier, quasi deine Brücke und den Baum. Okay. Selbst nicht draufstehe, sehe ich die Brücke. Achso, wir haben ja gesagt, es zählt, ist noch das Zelt, wo er draußen ist. Ja. Da oben ist alles so. Alles schön gefühlt gerade. Ja. Da weiß ich gar nicht, was ich richtig. Also. Man kann auch das ansetzen. Ich glaube, ich nehme mal das. Und jetzt ist die Frage: Wie rum? Wie rum, warum, dafür stehen. Wie rum? Die große Frage, wie rum, was will er? Was rum? Ja, eigentlich will ich ja, vielleicht will ich ja den Charakter. Vor allen Dingen funktioniert es vielleicht sogar, wenn du das da hinlegst. Das kann natürlich sein. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ach, weißt du was, ich nehme hier das Ding. Und muss ich jetzt noch irgendwo hinpacken, wo es Punkte bringt. Und das ist nicht so einfach übrigens. Ich kann ihn nicht an 2 anlegen, außer ich lege ihn da an. Dann kriege ich 2 Punkte und du 2 Punkte. Du hast gewonnen? Vielleicht. Vielleicht. Das ist ja noch viel krasser. Ich mache das anders.
Und das ist eigentlich vielleicht mal ganz interessant. Ich finde das mal ganz interessant. Ich nehme mal das und packe das hier hin. Mhm. Kriege ich eigentlich 2 Siegpunkte. Mhm. Nimmst aber einen Schritt, oder? Nimm aber einen blauen Schritt, um mir diesen Helden zu bringen. Den Einsiedler. Den Einsiedler. Ja, auch gleich einsiedelt. Wir haben den Studenten neu gezogen. Der Student möchte auf Grünflächen schauen. Mhm. Wo siedelt dein Einsiedler hin? Der siedelt mal hier hin, weil er dann nämlich auf 2 Sachen guckt und schon mal auf 4 so eine Erdteile. Also 1, 2, 3, 4, dann sind das schon. Das klingt ganz gut, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Klingt erstmal nicht verkehrt. Nicht bei dir. Ich mir jetzt irgendwas schon ausgedacht, überlegt? Nee, weiß keiner. Weiß keiner. Weiß einfach keiner. Ja. Da oder da. Dann kann ich das hier, lege ich mal das hier hin. Schließe damit quasi, also krieg einen gelben Stein und schließe den auch ab. Das gebe ich dir jetzt also einfach auch die Punkte. Ich bin da gar nicht so am. Wieso gibst du mir die Punkte? Ja, weil es auch ein Steinfeld ist. Achso, ja, und ein Wasserfeld. Ja, ja, genau. Ich meine, gib dir da auch die Punkte. Ich hätte das Teil aber gerne gehabt, bin ich ganz ehrlich, weil ich hätte es gerne hier angelegt mit dem blauen. Mhm. Und dann hättest du nämlich blau abgeschlossen und den Berg und die. Den Weg oder so. Und jetzt darf ich hier natürlich noch ein bisschen Gelände platzieren. Und ich platziere mal den Wasserfall einfach mal. Ja. Überall Wasserfälle. Ja, 2 links, 2 rechts, wie man sie haben möchte. Wenn nur noch 3 Geländeplättchen übrig sind, ist es aus, sagst du? Sind nur noch 3 Geländeplättchen übrig, oder? Nee, 4. Ach, da hinten ist noch einer, ja? Eins ist noch da. Da hinten ist noch einer. Oh, ja, 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 das ist ja. Eins ja, ist noch da. Das ist ja ganz dramatisch quasi. Hm. Hm. Da hätte ich ja fast sogar einen anderen Zug machen sollen. Aber nee, ist okay. Habe ich ja. Ja, noch ein Plättchen weg. Ja, die Schwerttänzerin, die muckt ganz schön rum hier. Ja, vor allen Dingen, weil ich den Beamten jetzt nicht mehr einsetzen kann, wahrscheinlich. Das hätte ich ja schon ganz gerne gemacht, aber ist auch egal. Es sind genauso viele Punkte. Ja, weil ich kann ja auch wahrscheinlich keinen mehr einsetzen. Also du kannst jetzt das Spiel quasi beenden. Ja, und dann? Oder hast zwei, also es ist entweder jetzt noch ein Zug oder 2 Züge. Ich weiß nicht, ob du da. Ja, ich brauche auf jeden Fall hier die Dekos. Ich ziehe Karten. Ich ziehe mal nochmal Deko, ja. Also dann kannst du das gerne beenden, aber. Dann hast du ja auf jeden Fall noch einen Zug. Mal wieder nur Pfingstrosen, Fische, Brücke. Aber Fische ist gut, du hast doch Vögel, ne? Ja, habe ich auch gezogen. Also, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen gerade wieder, weil man immer nur eine Sache findet. Das ist ein blauer Schritt. Das wäre toll. Haben wir eine Brücke? Immer noch nicht. Ich glaube fast nicht. Ich sehe keine. Also ich kann nicht hinter den Pavillon gucken, aber da liegt schon was. Nee, da ist ja auch keine Brücke. Nee. Nee, nee. Und wieder kein Pavillon. Es gibt auch nur, also ich will es nicht, es gibt halt nur 4 Brücken. Gibt es eventuell auch nur 4 Brückenteile? Das kann ich nicht. Ja, man weiß es nicht. Kann ich also nicht nehmen. Ich kann Pfingstrosen nehmen oder Vögel. Vögel habe ich aber schon, das bringt es also nicht. Pfingstrosen bräuchte ich die Roten. Bräuchte ich die Seerosen. Die Seerosen, die habe ich auch nicht. Aber nehme ich Fische. Ja. Weil damit habe ich halt Vögel und Fische. Und sind dann ja 6 Siegpunkte. Das sind 6 Siegpunkte. Dann musst du die Fische nur noch irgendwo platzieren. Und dann nehme ich mir Fische. Ja, das ist mein Problem. Wenn dein, zum Beispiel dein Einsiedler kann hier hinten Fische sehen. Der bringt mir keinen Vorteil, wenn du da auch aufguckst. Ach, erzähl doch nicht.
Aber du kannst sie natürlich irgendwo platzieren, wo noch keiner hinguckt. Ja, wo ich vielleicht noch hingucken wollen würde, könnte. Aber es gibt auch nicht so viele Plätze, sehe ich gerade. Wie hübsch werden. Und ganz ehrlich, wer weiß, vielleicht kannst du ja noch deine Tänzerin hier reinsetzen in den Pavillon und guckst dann auch noch auf. Kenn ich doch. Ach, jetzt hier einfach hier hinten hin. Weil ich sie nichts Wurzeln macht. Peter Deko verwendet, das heißt hier. So, und dann? Wieder was aufgedeckt. Achso, du bist noch gar nicht fertig, oder was? Nee, ich schmeiß sie weg. So, das klang, Entschuldigung, das klang schon so, als wenn du das nicht. Also als wenn du nur die eine Sache nehmen würdest. Und hier kann ich einen umplatzieren, ja. Bringt mir das was. Ja, genau, du überleg noch, willst du noch was. Er kann nur eine Sache, er kann ja nur einen Token genau, nehmen, deswegen ich komme jetzt noch einmal ran, weil du bestimmt so ein Ding nimmst. Willst du vorher jetzt noch einen Token finden? Ja, ich platziere nochmal einen um, weil es ein Punkt mehr ist. 1, 2, 3, 4, 5, das ist nicht so. Auch 1, 2. War das nicht? Ne, wir tauschen einfach. Ja, tauschen geht leider nicht. Ja, ich nehme meinen Architekt einfach und den stelle ich hinten hin. Hätte noch im Pavillon stellen können, das wäre auch, glaube ich. Ja, wer weiß, was da noch passiert. Aber ich stelle ihn hinten. Verstehe, verstehe. Da bist du dran, so, ja. So, dann. Aufgedeckt hast du schon, ja. Dran. Ja, aufgedeckt habe ich schon. Und schade, ich wäre gerne. Und geht es? Geht es irgendwo noch? Ich wäre gerne noch zwei Schritte rüber auf Blau. Jetzt gucken wir mal noch da hinten. Das geht jetzt nicht mehr, es ging noch vor. Mit dem Teil ging das. Hättest du das hier anlegen müssen? Das Spiel geht ja weiter. Du kannst ja erstmal einen Schritt auf Blau gehen. Nee, nicht, wenn ich jetzt einen Token nehme. Nee, vielleicht willst du ja keinen Token nehmen. Doch, doch, ich will schon einen Token nehmen. Nee, willst du nicht. Doch, ich will einen Token nehmen. Wir wollen einen Token nehmen. Kann ich überhaupt einen Token nehmen, ist ja die Frage. Ja, mit dem Teil da hier anlegen. Ja. Ansonsten, den kannst du nicht nehmen. Doch, und den kann ich auch nehmen. Ne. Achso, da ist eine Mauer dran, dann kannst du eh alles machen. Den kann ich auch nehmen. Dann kannst du eh alles machen. Zwei. Aber ja, vielleicht jetzt noch ein bisschen gambeln. Das geht nicht. Gamble, gamble, gamble. Ich bin der Gambler. Sowieso. Grün. Nee, es geht also auch nicht zu. Das ist da offen, das grüne Feld. Als besonders auch nicht. Ach, ich platziere das mal hier hinten. Kriege eine Münze für den Marker. Ach, wolltest du mir irgendwie 5 geben? Ja. 1, 2, 3, 4. Und dann. Stimmt auffallend übrigens. Dann, sehr genau der Kaiser. Dann nehme ich mir hier nochmal so ein Plätschen. Ach, guck mal, da wäre noch was. Aber Wasser wird eh nicht mehr platziert. Der Hirsch. Und dann genau der Hirsch. Ich mache hier noch was einfach mal hin. Jetzt überlege ich. Könnte mich noch umplatzieren. Macht das irgendwie Sinn? Macht es Sinn? Die guckt ja hier eigentlich ganz gut, glaube ich, aufs Wasser. 1, 2, 3. Das ist ja, sind ja die Max-Wasserfelder. So, ich muss noch einen Schritt hier auf meinem Tableau gehen. Ich habe es leider nicht geschafft, zum 5 Münzen zu kommen. Ja, Piet, du mach mal einfach deinen letzten Zug. Ja, ich habe halt überlegt, ob ich noch 2 Münzen hier mit der Erde mache, aber gefühlt klingt es nicht wie ein guter Zug. Weiß ich nicht genau. Und wenn ich jetzt hier was anlege, habe ich auch nicht viel von. Ich kann hier nichts mehr mit dem Architekten oder mit dem Herrn, der guckt ja schon auf 5 Steine. Ja, der selber. Der guckt ja schon auf 5 Steine. Der könnte jetzt nur gucken, ob der auf
Aber den kriegst du ja auch nicht mehr umgesetzt. Den hast du in deinen Umsetzmarker schon verbraucht. Ja, das würde aber nicht viel bringen, weil fünfmal Stein gucken, Erde anschauen, das wäre ihn schöner, als wenn er auf andere Dinge guckt. Eins, zwei, ja. Naja, nee. Und ich schaffe, also ich schaffe es nicht mehr, einen Charakter zu kriegen. Dafür ich auch nicht, habe ich auch nicht mehr geschafft. Deswegen versuchen wir mal unser Glück. Auf jeden Fall, da kann noch einiges gehen. Da sind bestimmt noch mal 6 Punkte dabei, Pete. Genau. Eine Kiefer. Oh, eine Kiefer hast du noch nicht. Nee, aber den Rest halt leider schon. Den ist leider nicht. Ja, aber dann hast du trotzdem 4 Bäume. Das ist, glaube ich, gar nicht so wenig. Ja, aber eigentlich habe ich ja, wie immer so ist, man hofft immer auf andere Dinge. Das sagst du. Das ist nicht immer so. Manche hoffen auch auf das, was sie kriegen. Das ist auch noch ein grüner Schritt, der mir nichts nützt. Da habe ich noch eine Kiefer. Da werden hier wirklich viele Bäume gefunden. Ja, kann man nicht anders. Ja. Das geht da nicht. Das geht da nicht. Da nicht. Da guckt man nicht hoch. Ja, wir da hin. Sehr schön. Ja, einen zweiten zu nehmen macht keinen Sinn. Ja. Hätte ich vorher einen zweiten Mal nehmen sollen. Hätte ich jetzt auch nur einen nehmen können. Ja, das ist also gut. Oder kann ich mir hier einen raussuchen? Auch mit aus dem. Nee, nur Charakter oder Landschafts. Ja, ich kann ja gleich mal gucken. Ja, war keins mehr bei. Alles richtig gemacht. Ja, bin ich fertig. Dann sind wir alle fertig. Piet, dann gib doch nochmal die Anleitung. Und dann. Nein, jetzt. Ja, ihr seht ihn. Piet, du bist so ein guter Laune-Mensch. Was ist los? Hallo, ich habe 4 Bäume gebaut. Ja, und ich vermute auch, dass du gewinnen wirst. Ich vermute nicht, weil weil meine Bäume sind. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich weiß nicht. Warte kurz, du hast hier so 20 Punkte auf deinem Tableau liegen. Und du? Also 11. Und du sagst 11. So, hier, erhalten jetzt Münzen. Nimm dir 6 Münzen für jedes Paar aus Lotus und Pfingstrose oder Vögel und Fische. Dann krieg ich 6. Du kriegst jetzt schon mal 6 Münzen, Piet, ne? Ja, ich habe leider nur Fische gehabt und keine Vögel. Ich hätte die abgekauft. Nicht, ja? Ja. Die Person mit den meisten Pavillon-Karten, siehst du, die sagt ja auch schon mit den meisten Pavillon-Karten. Du hast leider gar keine Karte. Mit den zweitmeisten Pavillon-Karten. Das Wording ist also dann korrekt. Du musst immerhin. Ich habe die zweitmeisten Karten, weil ich habe 0. Nee, das ist ja, und hab somit am zweitmeisten. Nee, Karten ist keine Karte, Piet. Das ist gar nicht so ein Streikthema, weil doch, keine ist Karte das. Ist keine Karte. Das sind aber genauso viele Karten, wie jemand anders der 0 hätte. Ja, und ihr würdet beide keine Karten, doch, keine Punkte kriegen. Nee, weil ja steht ja Karten. Das ist ja aber ein nettes Spiel, hast du gesagt. Nee, das hast du gesagt, Piet. Ich hab gesagt, das ist ein nettes Spiel. Ja. Ich hab gesagt, das ist nett. Wenn du das so auswählen musst. Dann, ja, ihr könnt gerne natürlich mal in die Kommentare schreiben, ist ja gar kein Problem, ob ihr das anders liest. Also die Person mit den meisten Pavillon-Karten erhält 12 Münzen, die Person mit den zweitmeisten Pavillon-Karten erhält 6 Münzen. Bei einem Gleichstand der meisten Pavillon werden die 8 Münzen gleichmäßig verteilt. Ja, ja. Gibt es eine Person mit den meisten und mehrere Personen mit den zweitmeisten Pavillon-Karten, werden die 6 Münzen unter diesem gleichmäßig aufgeteilt. Ja, aber du hast vollkommen recht, es wäre natürlich ganz schön, einfach nochmal hinzuschreiben, 0 ist entweder wie gar nicht oder wenig oder so. Ja, also 0 und 1 ist eine Zahl. Weißt du? Und kann die zweitmeisten Karten, ob ich nur eine habe und damit die zweitmeisten Karten habe oder 0 und die zweitmeisten Karten habe, weil alle 0 haben. Ja, aber ja, mit, dass man überhaupt Karten in seinem Besitz. Also ich würde das schon sehen. Das ist, also bei diesem Zufallsprinzip, das es hier gibt, finde ich das ein Unding, wenn du halt 0 hast, weil du einfach Pech haben kannst, dass du keine Karten davon ziehst. Ja, das finde ich halt. Aber das und du ziehst da immer. Da gebe ich dir recht, das hatten wir in der letzten Partie auch. Da hatte ich quasi gar kein Pavillon. Peter hatte einen, haben wir uns auch gefragt, wäre gut, das hinzuschreiben. Aber man muss festhalten, das geht wahrscheinlich oft hier mehr an die Optik als an alles andere. So, also nimm dir, jetzt kommt deine Baum. Ich gebe dir denn hier schon mal 20. Du hast 4 Bäume, Piet, oder? 1, 2, 3, 4. Bekommst du 16 Punkte. 16. Jetzt Piet freut sich heute auch über nichts mehr. Ihr merkt das. Ihr merkt das. Könnt ihr in die Kommentare auch mal was Nettes für Piet schreiben, dass er lächelt.
So, dann... Ich könnte Ranini nicht zu wenig geschlafen haben. Zwei Münzen für jede Brückenkarte. Pete hat eine Brücke gebaut. Ja. Stimmt sogar. Zwei Münzen an Pete. Ich gebe die raus. Ich bin halt immer ein bisschen... So, und ihr haltet jetzt Münzen für eure platzierten Charaktere. Ja, was die wollen. Wir erinnern uns ja nochmal... Wir haben, also ich habe den Kaiser und die Dichterin platziert und für jede Dekoration in Blickrichtung gibt es nochmal einen Extrapunkt. Also meine Dichterin will auf Wasserfelder gucken, maximal 10 Punkte habe ich geschafft und dann guckt sie noch sozusagen auf 1, 2, 3 Deko-Elemente, also sind das 13 Münzen für die Dichterin. Würde ich gerne einmal 13 Münzen noch nehmen. Nee, erstmal alle das macht nur, was sie kann, ist 10. Übrigens. Ja, 10 plus 1, 2, 3 Deko-Elemente. Auf jedes, was sie schaut, ein Punkt, gibt es 3. Es ist Boykott. Pete boykottiert jetzt. Nee, ich frage nur. Du kannst mir auch gerne 23 geben, weil mein... Nee, warte mal. Nee, noch nicht. Gib mir mal erstmal 13. Mein Kaiser guckt ja auch noch auf 2 Drachen. Pro Drache 5 Punkte. Und dann schaut er wieder auf 1, 2, also 12... Punkte für den Kaiser. 1, 2, 3. Ich habe keine Ahnung, doch, da ist noch ein Einser. Ja, wir können sonst auch noch tauschen. Hier ist noch ein Einser, glaube ich, hier 12 Punkte. 12 Punkte und dann können wir. Ja, das waren meine Charaktere und die Blickrichtung bei mir, Pete, und bei dir. Du hast, kannst dir ja noch mal kurz deine Karten hier zeigen, welche du platziert hast. Jawohl. Der erste ist der Architekt. Der Architekt, genau. Der hier in die Richtung guckt und auf drei so eine Teile guckt und auf den Kaiser, der ja auch eine Attraktion ist. Ja, mindestens. Der leider nicht. Das sollte er, aber. Ja, hätte ich gerne gemacht, weil ich hätte ja dann auch auf dich geguckt und auch auf den. Nee, nur der Kaiser. Ja, ach, nur der. Ach, na, ja. Wir sind in China. Nur der Kaiser, ja, das stimmt natürlich. Ja. Mal ehrlich. Aber wer den Kaiser anguckt, muss ja Geld bezahlen an den, der der Kaiser besitzt, weiß ja, wie der Kaiser das möchte. Ich verlasse den Kaiser gleich. Es wird immer besser. Also wer dachte, das Let's Play ist am Anfang so ein bisschen Larifari, der sieht Pete hier heute wieder in Höchstform. Ist ja, sehr schön, Fall. Dass er... Ist immer sehr so, schön. So, 3, 6, 9, weil er guckt alive. Hier. Du kannst ja mal auf meiner Kamera schauen. Ja, mal gucken, sehen wir das? Ja, doch, ja, wir sehen das hier besser. Da sieht man hier auf jeden Fall, guckt er auf 3 Elemente plus 3 Teile sind also dann 12, was er macht. Genau, 3 mal 3 sind 9 für die Sachen, die er da hinten sieht, seine schönen architektonischen Bauwerke und dann die Sachen. Mhm. Und dann hast du noch den Einsiedler, der hier den steht. Genau. Der sieht man nicht so, ich zeige euch den mal, der steht hier hinten. Guckt also auf eine Brücke und ein Pavillon, was auch 2 Punkte bringt. Und er guckt auf 5 Erdfelder, weil da eigentlich zählt mit, ja. Kriegt er 13 Punkte. So sieht das aus. Und dann. Ich gebe die zweimal ab und dann kriege ich. Ja, und jetzt muss man einfach nur noch die Münzen zusammenzählen. Und dann gucken wir, wer die macht. Ja, relativ einfach hat. Von hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich habe 20, 30, 40, 50, 55. Da habe ich schon mehr. Ja. 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 Können wir das nochmal festhalten? Kannst du gerne, aber... Es ist immer wieder das Gleiche. Ich fühle mich so großartig. Ja, Pete, ja, du hast übrigens gewonnen mit 5 Punkten. Aber das... Das aber ist ja schön. Ja, aber es war nicht das gute Laune-Gefühl, muss man festhalten. Nee, ich habe nicht das gute Laune-Gefühl, obwohl es ja so ein schönes Spiel sein soll. Mhm. Weil ich finde, und das hat mich richtig geärgert jetzt, ist halt hier diese ganzen Sachen durchzuraten. Diesen Stapel, den habe ich gefühlt durchgearbeitet. Ja, du hast da auf jeden Fall einiges dran geackert. Das stimmt, das stimmt. Bisschen gefühlt, ein bisschen unfair verteilt, weil ich habe kein Pavillon gefunden und deswegen, also jetzt davon mal abgesehen, wenn die dann so viel wert sind. Aber der, wie wir jetzt festhalten können, hast du den nicht nötig gehabt, den Pavillon. Also von daher ob war ich den ja nötig alles, gehabt habe, ja. Aber, also, ich habe aber alles dran gesetzt, deine Wasserfälle irgendwie von A nach B zu schieben. Mhm. Die Drachen habe ich aufgegeben, weil es lagen einfach zu viele da, dass ich das nicht hätte verhindern können. Und
wir haben ja auch gefühlt, haben wir uns geweigert, Charaktere zu nehmen, weil die Dame, die da steht, nur 6 Punkte wert ist. Ja gut, ich habe ja eine rausgesucht. Du hättest ja auch einen Charakter raussuchen. Ja, als du das gemacht hast, ist mir das auch eingefallen. Das wird... Dass man das machen kann. Aber Peter, gebe ich dir recht, du hast relativ lange ja deinen, auch relativ spät, den dritten Charakter sozusagen erst ins Boot geholt noch und so, aber... Ins Boot geholt? Die sind noch keine Attraktion. Nee, das stimmt halt. Ja, und ich finde halt, es ist schwer zu sehen, was irgendwie alles Punkte bringt. Ich finde es so unübersichtlich. Ja gut, aber das finde ich ist bei so einigen Spielen so ein Thema, dass man währenddessen nicht weiß. Und wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt und das ist ja eigentlich auch ein Kernding dieses Spiels hier, dass es ja wirklich um dieses Entstehen und dieses schöne Ansehen geht. Aber ihr habt natürlich gesehen, im 1:1 ist man natürlich noch mehr sicherlich auch dran, dem anderen vielleicht was zu bauen oder machen oder hier und da. Und dann kann es natürlich auch passieren, ja, dass man denkt, man steht gar nicht so gut da. Ich sage ja nur, meine Erfahrung hat gezeigt, wenn Pete denkt, er ist hinten und wird immer grummeliger, dass er dann meistens doch gewinnt. Und das finde ich für meine interne Statistik. Du lässt mich gewinnen, damit ich wieder bessere Laune meinst kriege. Meinst du? Aber dann müsste ich ja noch großartiger spielen können als... Ja, das kannst du ja auch. Du bist ja eigentlich der Genie. Meinst du, ich habe dann doch alles durchschaut und extra die schlechteren Züge gemacht und bewusst nicht die besten. Oh, da kriege ich jetzt sehr viel Credit. Ich glaube... Ich glaube ja auch eigentlich, dass du mit $10 einfach unterschlagen hast oder unter den Tisch fallen hast lassen. Meinst du, das habe ich hier falsch gesagt? Ja, die Tänzerin und so, wie viel Geld die gemacht hat, dachte ich immer so. Die hat aber immer nur auch eine Münze gebracht. Das ist gar nicht so. Ja, aber Kleinvieh macht auch mit. Ja, möglich. Also wir kennen das ja, wenn du hier anfängst mit diesen Schritten und jedes Mal eine Münze kriegst. Aber das war ja so ein Thema, also was vielleicht für mich jetzt hier auch gar nicht so schlecht war, das Spiel schnell zu beenden. Das wäre jetzt so eine Frage gewesen. Wären ein paar Sachen noch in Favor für mich gewesen, wenn ich noch ein bisschen länger gespielt hätte. Die Tänzerin hat natürlich auch das Spiel schon beschleunigt, weil ich natürlich aktiv versucht habe, diese Marker darunter zu nehmen. Aber ich muss mal festhalten, dann hat der Baum den Sieg gebracht übrigens. Den Baumpflanzen war dann der Punkt. Ja, ich sage ja, die Bäume sind gar nicht so schlecht. Also von daher, Pete. Ja, ich finde es aber komisch, weil ich habe halt 4 Karten, also jetzt mal als Vergleich, ich habe 4 Karten, die 16 Punkte bringen. Ja, und die können bei 5 Karten 25 Punkte bringen, oder? Ja, richtig. Das ist die Max. Ja, ja, 25. Aber die zu finden ist ja auch relativ schwer. Du brauchst halt eine Pavillon-Karte und der andere keine und kriegst halt 12 Punkte. Das ist halt... Ich vermute mal, bei dieser Pavillon-Geschichte, wenn wir das auch ein bisschen mehr Spieler sehen, so wird es vielleicht eher... Wäre mal interessant, wie viel Pavillon-Karten denn hier... Also nur so als Idee, das kann ja nur sein, wir haben jetzt ja nur zum zweiten Mal erst gespielt. Und ich dachte, ich mache jetzt halt mehr Deko und ich war halt irgendwie frustrierter, dass da immer nur Dinge waren, wo ich immer nur eine Seite habe und die andere... Und dass du deinen Marker da auch, deinen Lampion-Marker nicht nehmen konntest, deinen Laternen-Marker, weil du hattest ja nie die Möglichkeit, mal 2 Karten. Das hat jetzt mal dahingestellt. Oder ich musste halt Karten nehmen, die mein Board nicht voranbringen. Ich habe immer gehofft, dass ich den Charakter kriege, indem ich halt die Sachen hier nehme. Das war vielleicht falsch gedacht. Da sollte man dann einfach die Spatzen nehmen, die hier rumliegen und einfach... die Teile anlegen. 8. Es gibt 8 Pavillon-Karten anscheinend. Wenn da nicht in dem anderen. Ne, bei dir lagen ja keine. Aber es gibt nur 6 Pavillon. Ja, weil die ist. Also vielleicht gibt es auch mehr Karten und weniger Plätze zum Bauen. Das kann ja auch sein. Ja, damit man mehr das. Aber ich möchte auch festhalten: generell, wenn man ein Brett sieht, du hättest ja hier noch einen Schritt machen müssen. Dann wärst du auf der 5 gelandet hier hinten. Hättest du auch nochmal 5 gehabt. Ja, das habe ich dann, wären wir Gleichstand wäre dann gewesen. Ja. Das hast du mir leider nicht gegönnt. Oder das war der Moment, wo Piets These doch wieder stimmte, dass ich den Move, um diese 5 Punkte zu kriegen, nicht gemacht habe. Ja, hier liegen sie. Ja, hier ist das blaue Teil. Ich hätte 2 blaue Felder gehen müssen. Das wäre auch nur 1 gegangen. Ich bin ja schon 1 noch gegangen. Weil ich hab das hier unten abgeschlossen und ich hätte 2 blaue gehen müssen. Es ist nicht, dass ich wieder raus. Ich habe doch versucht. Auf jeden Fall habe ich es versucht. Das ist auch lustig eigentlich. Ja, es sieht schön aus und ich denke, wenn man so auf Plättchenlegespiele steht, so mit ein bisschen Plus, mit noch mehr Berücksichtigen, also jetzt Carcassonne, das ist auf jeden Fall 2-3 Level schon mal drüber, ist das sicherlich legitim. Ob es ein Must-Have in der Sammlung ist, ja, glaube ich nicht für meine Sammlung. Es vom Stil her und auch von diesen Charakterkarten erinnert es mich halt an Tokaido, so auch sehr, da gibt es ja auch diese...
Ja, da finde ich das Grundbrett halt schon. Also generell, wenn man, wenn ich das so sehe, von oben ab, ja, ein bisschen Farbe ins, ins Ding gebracht. Vielleicht hätte ich es noch, ich weiß nicht, ich finde halt, man sieht man die eigentlich auch von hinten? Ja, da sind die auch ja man, drauf, man ne? sieht die auch von hinten. Weil ich glaube ja eher, dass man das Brett, wenn man zu viel spielt, dann sitzt da jeder hier in so einer Ecke, damit jeder irgendwie so gucken ja, kann. Ja, das kann man so natürlich besser, denn das könnte man so. Das ist halt so ein Nachteil, was wir halt finden. Du bist immer am Gucken und am Wenden. Das ist ja auch gut für den Körper vielleicht. Ja, genau. Das ist, ja auch ist eigentlich, man muss es sehen, das ist, Chi oder dass so. Man sich immer mal wieder ein bisschen bewegt und nicht zu lange da am Tisch sitzt. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Und das ist wie im wahren Leben. Ich meine, bestimmte Objekte behindern auch mal ein bisschen die Sicht. Also das kann man ja auch als gewollten Effekt sehen. Weißt du, dass man vielleicht gerade auch so ein bisschen den Blick auf dieses, auf diese Ecke hier hinten verliert und dann das heißt, vielleicht nicht den optimalsten Zug macht. Also, aber ist weil du bei Bäumen stehst, ja, und wenn da nicht Bäume, siehst, ja, genau. Und okay. Dann ist vielleicht, dass der Baum da platziert war, vielleicht das ist sogar also noch mal ein spielerisches Element. Ja, sogar noch mal viel interessanter, damit weil wir jetzt nicht dahinter gucken ja, können. Ja, weil wir weniger gut jetzt dahinter gucken können. Also könnte man, ich weiß nicht, ob das gedacht war, aber man kann es natürlich auch so auslegen. Es ist auf jeden Fall sehr hübsch gemacht. Ja, auch die Idee ist halt mit den, ich habe halt 4 Plättchen zur Auswahl oder 3 oder wenn nicht, dann ziehe ich halt Karten. Das macht ja Sinn. Ja, und ich hatte auch immer schon doch das Gefühl, dass man mehrere Möglichkeiten, also entweder, selbst wenn es vielleicht nur ein gutes Plättchen gab, aber mehrere Anlegmöglichkeiten oder doch 1, 2 Plättchen oder nehme ich jetzt erst so einen Hintergrund vielleicht eher weg oder platziere mehr den schon oder will ich schnell halt hier so einen Charakter kriegen, damit er den nicht bekommt. Und wenn man das Spiel besser kennt, natürlich sind auch diese Fähigkeiten, dass man sich einen Hintergrund raussucht oder einen Charakter raussucht, natürlich ja. Nochmal ein bisschen besser ein. Ja, das wäre ja schlau gewesen, wenn nicht da, wenn man, also wenn man halt hier den Drachen sucht zum Beispiel, ist das immer gut. Deswegen hatte ich ja auch gedacht, ha, er setzt den ersten Drachen und ich schaue mal, wo ich den zweiten hinsetze. Und dann stand der zweite ja, Drachen dahinter. Das habe ich gesehen. Und dann dachte deswegen dachte ich mir, das ist dann eine safe Nummer, weil da lagen zwei. Ach, das hat er gesehen. Ja. Das sieht man normalerweise nämlich nicht. Na doch, man hat doch gesehen, ein Drache lag hier und ein Drache lag oben drauf. Dadurch ja. Konntest du mir höchstens einen wegnehmen. Ja, deswegen meinte ich, da kam dann der zweite und dann lagen wieder zwei Drachen. Ich meinte, das dachte ich, hast du gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Aber da hatte ich ja hier einen Drachen schon platziert und ich wusste, ich kriege nicht mehr als 2 Drachen, weil das sind ja diese großen. Ja, ich hatte ja gehofft, dass da was anderes ist, damit man hier was anderes reinsteckt. Ja, ah ja, ja, das ist natürlich, ja, das daran habe ich natürlich gar nicht gedacht. Peter hat mir natürlich auch als Scheiße da deswegen war es ja dein Glück, dass da noch der andere, dass es nur 2 dran waren. Also, oder ich hätte mir dann eins raussuchen müssen. Ja, ja, das hätte man tun. Damit ich dir 5 Punkte klaue. Das finde ich aber das ist doof. Ja, das ist immer die Frage auch, klaut man einem 5 Punkte oder gibt man sich selber mehr Punkte? Das muss man natürlich immer so sehen. So. Naja, aber also im Zweierspiel ist ganz einfach, alle Punkte, die du nicht hast, ist ein Punkt für mich. Hm. Ja, das ist ja immer so. Also deswegen würde ich schon für mich auch mal festhalten, das Ganze würde ich auf jeden Fall gerne auch nochmal mit mehr Personen spielen, 3 oder 4. Ja, kann Corona mal geben. Ja, und dann, dass man das da auch nochmal abgedeckt hat, dazu können wir jetzt halt gerade wenig sagen. Natürlich im 2-Personen-Spiel geht es da immer ein bisschen in Hetzabrichtung. Ja. Gut, wir werden jetzt mit der Schwerttänzerin und dem Beamten nach Hause ziehen. Die haben wir nämlich nicht in Garten. Na, da hast du die bessere Wahl getroffen, würde ich sagen. Es könnte sein, wenn man sich der Schwerttänzerin nähert, dass die oder, Schwert auch oder du meinst, der Beamte, der bezahlt heute alles? Oh ja, oder? Der Austausch, der Beamte gibt einen aus. Sehr gut, sehr gut. Na, wir haben immerhin schon mal den Garten angefangen zu bauen. Da kann er schon mal einen springen lassen, würde ich sagen. Ich bin ihn jetzt gar nicht so, so unhübsch. Wir haben ja hier ein paar Bäume, bunte Bäume auch gepflanzt. Von daher, ja. Also, in diesem Sinne, Tangarden war das. Ihr habt gesehen, Reibung ist immer das gut. Das war nicht Tangarden, das war Grumpy Pete spielt Tangarden. Grumpy Pete spielt Tangarden und ist winning. Ja, das ist ja nicht so schwer. Wenn man Grumpy spielt, dann das ist ja nicht so. Jetzt gibt's jetzt obwohl, ich habe ja heute den Plot überhaupt erst aufgedeckt, den mir heute bewusst wurde, dass du ja eigentlich der bessere Spieler bist und mich immer gewinnen lässt. Das ist eine harte These. damit ich dann nämlich danach nicht mehr so grumpy bin und wir dann locker noch einen Tee trinken. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall, wir trinken jetzt mal eine Entspannung. Genau. Teezeremonie, da werden neue Allianzen geschmiedet. Wir spielen jetzt, Rising Sun, ne? Rising Sun. Ich hätte jetzt eher auf so ein Teespiel gegangen, aber Rising Sun ist natürlich wegen der Teezeremonie natürlich auch ein Thema. Also, aber zu zweit? Was? Scheiße. Gucken wir mal. Haben die eine Zweispielerregel immer rausgemacht? Ja, die gehen wir ja zu. Die machen wir jetzt. Also. Euch einen schönen Dienstag. Ciao. Ciao.